In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde Europa durch Religionskriege verwüstet. Die Armeen des katholischen Spanien griffen das protestantische Holland an. In England führten religiöse Auseinandersetzungen zum Bürgerkrieg. Tausende fanden den Tod. König Charles I. stritt in England mit seinem Parlament über Steuern und mit seinem Volk über Religion. Charles I. galt bei seinen Untertanen als Tyrann, der ohne Parlamentszustimmung Steuern erhob und auch versuchte, die Kirche von England zum Katholizismus zurückzubringen, und das in einem Land, das ausgesprochen antikatholisch war. Für die Engländer waren katholische Herrscher willkürlich und despotisch. Als Charles I. die Religion wieder ändern wollte, rebellierte sein Volk. 1640 und 41 kam es im ganzen Land zum Aufruhr gegen seine religiösen Neuerungen und seine katholischen Ratgeber, was 1642 zum Ausbruch des Bürgerkrieges führte. Die vom Parlament gegen König Charles aufgestellte Armee führte bald ein politisches Eigenleben. Ihr ehrgeiziger Befehlshaber Oliver Cromwell verlangte nach dem Sieg über die Königstreuen die Verurteilung und Hinrichtung des Königs. Als der König tatsächlich enthauptet wurde, jubelten die Soldaten, aber es gab ein Aufstöhnen unter den übrigen Zuschauern. Nach dem Tod Charles I. vernichtete Cromwell bald auch die Armee, die vom Sohn dieses Königs, Charles II., geführt wurde. Charles II. Entging nur knapp seiner Gefangennahme. Er konnte mit einem Schiff ins Exil entkommen. Cromwell stieg darauf bald zum Führer der Armee und des Parlaments auf, das ihn zum Lord Protector machte, zu einem Diktator sozusagen. Aber Cromwell würde nicht ewig leben. Oliver Cromwell stirbt 1658. Bis 1660 herrscht politisch und wirtschaftlich ein komplettes Chaos. Gegen Ende dieser Periode ist man in England überzeugt, dass das Land allein durch die Rückkehr zur Monarchie wieder Stabilität bekommen könnte. Es mag für Bürger eines modernen Staates befremdlich wirken, dass die Briten gerade 11 Jahre lang eine Republik hatten, sie dann aufgaben und wieder die Monarchie einführten. Aber diese Republik war nicht das Ergebnis einer Revolution wie in Frankreich oder des Sturzes eines fremden Tyrannen wie in Amerika. Sie war von einer kleinen Minderheit der Bevölkerung erzwungen worden, um eine radikale Religion und eine radikale Politik zu etablieren. Das Volk wollte König, Aristokratie und alte Kirche wiederhaben. Und das bekam es auch. Den gesamten Weg von Rochester nach London säumte eine große Menschenmenge, die gegen London hin immer dichter wurde. Die Rückkehr des Königs löste gewaltige Gefühle aus. Nach einem Albtraum kehrte England jetzt zur Normalität zurück. Zurück zur angestammten Herrschaftsform der Monarchie. 1660 war Charles II. Daran, sich einen Platz in der Geschichte zu erobern. Und er betraute Samuel Pepys damit, alles über sein wechselvolles Leben aufzuzeichnen. Das geheime Tagebuch von Samuel Pepys hat späteren Generationen intimste Einblicke in die Herrschaft Charles II. Vermittelt. Oftmals wortwörtlich. Wohlan, Mr. Pepys, wir danken für die Niederschrift unserer Geschichte. Es war eine barbarische und blutrünstige Zeit. Oh, es ist mir eine Ehre, Eure Majestät. Es ist eine Geschichte, die von allen verstanden werden sollte. Kurz nach seiner Rückkehr aus dem Exil lernte Charles Lady Castlemaine kennen. Sie ist die Tochter eines königstreuen Aristokraten, der sein Vermögen im Bürgerkrieg verloren hat. Für die nächsten 10 Jahre wird sie die Hauptmätresse von Charles. So, und also nach eurem Kampf mit Cromwell und umzingelt von seinen Truppen, wie konntet ihr damals entkommen? Nun, ich hatte mich entschlossen, mich ein wenig zu verkleiden. Und zwar mit einem gewöhnlichen Paar graufarbener Tuchhosen, einem ledernen Wams und einer grünen Jacke. Auch habe ich mir mein Haar sehr kurz schneiden lassen. Nachdem das mit der Verkleidung geschehen war, habe ich mich Richard Penderell, einem Katholiken, anvertraut. Oh, aber haben nicht Cromwells Truppen sämtliche Häuser von Katholiken durchsucht? Ja, aber ich wusste, dass sie Verstecke für Priester hatten. Penderell sagte mir, dass es sehr gefährlich wäre, dort in seinem Haus zu bleiben, ebenso im Wald, denn da würde der Feind ganz sicher nach mir suchen. Aber er kannte einen Ausweg, wie ich den nächsten Tag überstehen konnte. Und zwar, indem ich in eine große Eiche hochkletterte. Ja, wuchs diese Eiche denn nicht im Wald? Nein, sie stand abseits.
und war sehr gut sichtbar, doch umso weniger verdächtig. Aber wir konnten alles im Umkreis sehen, ohne gesehen zu werden. Soldaten liefen hin und her und suchten nach Geflohenen. Und alle Penderels haben perfekt Unwissen vorgetäuscht. Sehr mutig von ihnen. Charles hat sie später dafür belohnt, als er zurückkam. In darauf folgenden Beratungen hat Colonel Lane uns versichert, dass seine Schwester einen guten Vorwand habe, in Bristol eine Cousine zu besuchen. Und dass sie mich als ihren Diener dorthin mitnehmen könne. So dass ich in Bristol ein Schiff finden könnte, das mich aus England schafft. Was uns mit Gottes Hilfe auch gelang. In den ersten Jahren seiner Herrschaft stellt Charles II. Seine Macht, seinen Reichtum und sein Ansehen wieder her. Ab 1664 konzentrierte er sich auf die Außenpolitik und widmet sich zugleich einem anderen wichtigen Teil der Staatsführung, dem Militär. In Amerika hatte er gerade seinem Bruder James, dem Herzog von York, alle um den Hudson River gelegenen Territorien geschenkt. Aber die Sache hatte einen Schönheitsfehler. Er schließt die Kolonie New Netherlands mit ein, die unter der Kontrolle der Niederländer steht. Doch das will Charles II. Nun korrigieren. Charles, Sie sprechen ja James ein großzügiges Stück von Amerika zu. Ja, aber bereits ein Häppchen der Niederlande wird eine Herausforderung für den Herzog von York sein. Das wird zweifellos vom Geschick Colonel Nichols abhängen. Er scheint ja schon ganz erpicht auf seine privaten Instruktionen zu sein. Euer Majestät. Lady Castlemaine. Colonel Nichols, wie wir öffentlich haben verlauten lassen, haben Sie die Stimmung unserer freudlosen und öden Herrschaft in Massachusetts zu ermitteln und uns mitzuteilen. Ich werde alles tun, um mich mit den wahren Meinungen der wichtigsten Personen dort zu versehen, Majestät. Ganz vertraulich. Das eigentliche Ziel unserer Bestrebungen ist die Einnahme der Kolonie Manhattan. Das Volk vollkommen zu unterwerfen und uns gegenüber zu Gehorsam zu verpflichten. Sichern Sie uns die gesamte Region dort. Und zwar, damit die Niederländer dort nicht weiter Handel treiben können, den sie sich völlig unrechtmäßig angeeignet haben. Handel, der jetzt nur unserem Bruder zusteht, dem Herzog von York. Kurz darauf segelt Colonel Nichols in geheimem Auftrag nach Amerika, um die Macht in der niederländischen Kolonie auf Manhattan zu übernehmen. Die Niederländer nennen ihr Territorium Neu-Niederland. Es liegt zwischen den englischen Kolonien New England und Virginia. Schon zwei Generationen lang haben die Niederländer Pelze und Nahrungsmittel auf dem breiten Hudson River nach Neu-Amsterdam geschifft, dem größten Hafen ihrer Kolonie an der Spitze von Manhattan. Auf der Halbinsel im Hudson gibt es Farmen, Obstgärten und Weideland. 1664 leben in Neu-Amsterdam über 2000 niederländische Siedler. Nach jahrzehntelangen Konflikten leben sie inzwischen einträchtig mit den Ureinwohnern zusammen und treiben Handel mit ihnen. Zu Beginn der Erntezeit 1664 ist ganz Neu-Amsterdam in festlicher Stimmung. Doch plötzlich gibt es an diesem milden Augusttag Alarm, als Kriegsschiffe im Hafen auftauchen. Die Bürgerwehr eilt zu den Gefechtsstationen in der Festung, wo sie auf Befehle von Peter Stuyvesant, dem Gouverneur dieses abgelegenen niederländischen Außenpostens, warten. Wie viele Schiffe? 4. Geschütze? Über 100. Und Truppen? 1000. Plus 1000 weitere Leute aus Long Island mit 100 Pferden. Und in Brooklyn sammeln sich von Stunde zu Stunde noch mehr. Werden unsere Städte jeden dritten Mann abstellen? Sie wollen nicht kommen. Was sagen unsere Bürgermeister? Sie wollen nicht kämpfen. Mein Sohn? Er will auch nicht. Unsere Truppenstärke 200 Mann? 150, General. 50 sind krank. Auch mir wird langsam übel, was diesen Tag betrifft. Denn wir haben nur für wenige Stunden Pulver und Kugeln. Wir müssen das Ganze hinauszögern. In der Hoffnung, dass aus dem Vaterland rechtzeitig Verstärkung eintrifft. Senden Sie dem englischen General unser höfliches Ersuchen, dass wir die Gründe seiner Ankunft zu wissen wünschen. Er hat uns zu unserer Verwunderung bislang noch keine Kenntnis seiner Absichten zukommen lassen.
Gewiss möchte er mit 100 friedfertigen Kanonen uns keinen Schaden zufügen. Da bin ich mir völlig sicher. Lieutenant, im Namen seiner Majestät, hiermit fordern wir die Stadt auf der Insel, die man gemeinhin wohl Manhattan nennt, und ebenso die Festung dort, auf, sich dem Gehorsam und Schutz seiner Majestät zu unterwerfen. Sagen Sie Ihrem Gouverneur, dass wir kein christliches Blut vergießen möchten. Aber, dass Sie ohne absolute Unterwerfung gewiss das Grauen eines furchtbaren Krieges heraufbeschwören. Peter Stuyvesant hatte kaum militärische Erfahrung. Als die Fregatten eintrafen, hat er Neu-Amsterdam zu retten versucht, weil er wusste, dass er die Stadt nicht verteidigen konnte. Es ist keine Frage, dass Neu-Amsterdam unendlich gelitten hätte, wenn Stuyvesant sich entschieden hätte zu kämpfen. Seine einzige Chance war, auf Zeit zu spielen, in der Hoffnung, dass Truppen aus den Niederlanden kommen und die Kolonie wieder übernehmen würden. Das war keinesfalls unrealistisch. Schließlich überzeugen die bedrohliche englische Übermacht und Nichols großzügige Bedingungen Stuyvesant davon, dass Kapitulation, ohne einen Schuss abzufeuern, die beste Lösung sei. Neu-Amsterdam zu übergeben war also die richtige Entscheidung und rettete die Stadt. Den Kapitulationsbedingungen zufolge blieben alle Eigentumsrechte gewahrt und, was ebenso wichtig ist, auch die religiöse Freiheit der Niederländer. Mit dem Treueschwur auf ihren neuen Herrscher erhält Manhattan einen neuen Namen, New York, nach seinem Prinzen und Patron James, dem Herzog von York. Mit dieser Aktion provoziert Charles II. Dreist eine der größten Seemächte der Welt, die Niederlande. Er weiß, dass Cromwells Kriegsflotte die Niederländer 10 Jahre zuvor in einer Seeschlacht geschlagen hat, als er noch im Exil war. Was seine Flotte nun macht, wird unweigerlich mit dem verglichen werden, was Cromwell im Ersten Seekrieg mit den Niederlanden gelang. Dieser vordergründig um Handelswege geführte Krieg war so verheerend wie ergebnislos. Während die Engländer in den heimischen Gewässern der Nordsee siegreich blieben, wurden sie von den Niederländern im Mittelmeer geschlagen, ihre dortigen Handelswege unterbrochen, genau wie in der Ostsee. Das bedrohte den Nachschub englischer Schiffsbaumaterialien. Die Haupttaktik der Niederländer war, frontal auf den Feind zuzusegeln, längsseits zu gehen, einige Kanonenschüsse abzufeuern und dann vor allem zu entern. Das war ihre Taktik, die sie vorzüglich beherrschten. Die Engländer erkannten, dass die einzige Antwort darauf in einer anderen Taktik liegen musste. Im ersten englisch-niederländischen Krieg waren die englischen Schiffe größer und schwerer bewaffnet. Der Vorteil ihrer Feuerkraft kam am besten in der Formation einer Schlachtlinie und dem Abfeuern von Breitseiten zur Geltung. Mit zerschossenen Masten sind die Schiffe der Niederländer so gut wie manövrierunfähig. Man tötet die Mannschaft und gewinnt so die Schlacht. Die Engländer waren also Pioniere einer auf Feuerkraft basierenden taktischen Revolution. Vor der Südostküste Englands in der Nähe von Gabbard hatte die Flotte von Cromwell diese Taktik der Schlachtlinie zum ersten Mal angewandt. Das führte zu einer der größten Niederlagen in der niederländischen Seefahrtsgeschichte. Sie formierten sich geordnet in einer Schlachtlinie. Die Niederländer kamen in gleicher Gruppenstärke ungeordnet auf sie zu und die Engländer machten einfach Kleinholz aus ihnen, indem sie aus großer Entfernung stundenlang auf sie feuerten. Eine Seeschlacht im 17. Jahrhundert war zermürbend. Es gab keinen schnellen Sieg. Man versenkte das feindliche Schiff nicht mit einem Schuss. Man zerhackte es und tötete die Besatzung. Und das dauerte viele Stunden, bis eine solche Seeschlacht entschieden war. Viele Männer werden von gespaltenen Holzteilen erschlagen. Anders als ein Splitter im Finger sind diese rasiermesserscharfen Teile fast 2 Meter lang und wiegen rund 50 Kilo. Wird man davon getroffen, kann man halbiert werden. 17 Schiffe sanken oder wurden erbeutet. Tausende Männer wurden getötet oder waren verwundet. Nach 2 Jahren Krieg und den grauenhaften Verlusten bei Gabbard wandten sich die Niederländer an ihre Regierung. 2 einflussreiche Fraktionen kämpften in den Niederlanden um die Macht. Eine Gruppierung, die reichen Bürger, die Kaufmannselite, will unverzüglich den Krieg beenden. Ihre Gegner waren die Orangisten, die Kriegspartei, die von Prinz Wilhelm von Oranien angeführt wurde.
Seine Frau, Maria Stuart, war die Tochter Charles I. Wilhelm hatte deshalb während des Bürgerkrieges die englische Monarchie unterstützt. Er starb an Windpocken, nur wenige Tage bevor Maria ihren Sohn, Wilhelm III., gebar. Nach dem Tod Wilhelms II. Waren die Orangisten führungslos und die republikanisch gesonnenen Bürger übernahmen die Macht. Die Kaufmannselite, die den Krieg hasste, weil er den Handel lahmlegte, setzte ihre eigene politische Führung ein, Johann de Witt. De Witt wurde 1653 in einer Zeit schwerer Krisen ernannt. Die Niederländer waren in einem Krieg mit England, den sie nicht gewinnen konnten, weil ihre Flotte zu schwach war. Johan de Witt war damals ein junger Anwalt aus Dordrecht, der sich bald als sehr fähig erwies. Er glaubte, dass eine wahre republikanische Regierung nicht demokratisch sein sollte, so wie wir das heute verstehen, sondern im Wesentlichen aristokratisch, also geführt von gut ausgebildeten und wohlhabenden Patriziern wie ihm. Dieser Krieg ist ein Desaster. Wir müssen ihn beenden. Wir könnten jetzt noch glimpflich davonkommen. Cromwell wird über einen Frieden mit uns gewiss erfreut sein, mit seinen protestantischen Brüdern und möglicherweise gegen die Antichristen in Spanien gehen. Und dann müssen wir eine Flotte aufbauen, die jederzeit englischen Breitseitenattacken standhält. Wir beginnen den Krieg erneut. De Witt war wirklich bemüht, einen Friedensvertrag zu schließen, und Cromwell ließ ihn überraschenderweise ungeschoren. Die den Niederländern auferlegten Bedingungen waren ungewöhnlich milde. Cromwell wollte den zerstörerischen Krieg mit den Niederlanden beenden. Vielmehr aber lag ihm daran, die Orangisten, die Charles II. Im Exil unterstützten, davon abzuhalten, die Macht in den Niederlanden zu übernehmen. Der Schlüssel zum Friedensvertrag sind nicht wirtschaftliche Fragen. Es ist der Ausschluss des Prinzen von Oranien von der Macht in den Niederlanden. Das ist für Cromwell das Kernelement des Friedensvertrages und etwas, dem Johann de Witt nur allzu gern zustimmt. Das Abkommen hat zur Folge, dass der erst 3 Jahre alte Wilhelm III. Formal von der Macht ausgeschlossen wird. Als Charles II. Wieder auf dem englischen Thron sitzt, versucht er, de Witt dafür zu gewinnen, seinem Neffen Wilhelm den ererbten Titel und die dazugehörenden Privilegien zu verschaffen. Doch de Witt weist ihn ab und verweigert ihm sogar jeden Einfluss auf Wilhelms Erziehung. De Witt und Charles II. Hatten nichts füreinander übrig. Größere Sorgen als diese hatte Charles allerdings in England selbst. Seine größten Probleme sind die Finanzen. Der König hat kein Geld. Das Parlament gibt ihm nur wenig, er hat kaum Einnahmen. Wo also soll das Geld herkommen? Man glaubte, dass man den wenigen Handel nicht ausweiten kann, dass man anderen ihre Handelsbeziehungen wegnehmen muss. Wer besitzt welche? Die Niederländer. Mögen wir die? Nein. Sie sind Republikaner und eigentlich nicht unseresgleichen. Also nehmen wir den Niederländern ihren Handel weg. Charles II. Geht wie bei Neu-Amsterdam vor. Er ordnet einen Überraschungsangriff auf die niederländischen Vorposten längs der afrikanischen Küste durch Robert Holmes an. Dieser hatte auf Charles Seite gestanden während seines Exils. Fürs militärische Grobe ist während dieser klassischen Zeit der Restauration Robert Holmes zuständig, ein Kavalier aus dem Bürgerkrieg, der dann zur See fuhr und eine Mischung aus Höfling und Freibeuter wurde. Er bekommt Kriegsschiffe und wird nach Westafrika beordert, um auf den niederländischen Handelsposten Chaos und Verwüstung anzurichten und sie wegzufegen. Sekretär Rüsch, beauftragen Sie unseren Gesandten, Charles zu ersuchen, was der Grund für diese unverantwortliche Gewalt von seinem Untergebenen Robert Holmes sei. Er hat entlang der Küste Afrikas unsere Handelsmissionen ausgeplündert und sich unserer Festungen und Schiffe bemächtigt. Unser Gesuch wird den König belustigen. Kein Zweifel, dass Holmes auf königliche Anweisung plünderte, ebenso wie Nichols sich der persönlichen Mittäterschaft des Königs erfreute. Und offiziell werden wir vor allem erst die Wiedereinsetzung und dann die Wiedergutmachung verlangen. Und darauf bestehen, dass Holmes wie Nichols nach ihrer Rückkehr festgenommen werden. Aber um eine etwas direktere Entschädigung zu bewirken, werden wir De Reuter mit unserer Mittelmeerflotte nach Afrika schicken. Und dann, so Gott will, nach Amerika. De Witt hatte Michael De Reuter mit dem Kommando der niederländischen Mittelmeerflotte betraut.
De Reuter war erfahren, hochqualifiziert und vor allem loyal. Die Engländer hatten in Westafrika einige niederländische Festungen eingenommen. Sie hatten das in Friedenszeiten getan. Johan de Witt entschied nun, diese Festungen zurückzuerobern. Wie aber war ein solcher Plan geheim zu halten? Jede Entscheidung würde an die Engländer verraten werden, besonders dann, wenn etwas dafür gezahlt würde. De Witt weiß, dass einige der Männer um ihn herum Geheiminformationen gerne weitergeben. Daher wird zunächst beschlossen, die Flotte in das Mittelmeer zu senden. Daraufhin schickt er alle weg und gibt erst dann De Reuter den eigentlichen geheimen Befehl, nach Westafrika zu segeln. So steht es jetzt also in den offiziellen Protokollen. Aber wer liest die schon? Und diese Anweisung für De Reuter wurde umgehend nach Spanien geschickt. Sie erreichte ihn und er segelte sofort nach Westafrika. Charles weiß nichts von De Reuters Angriff in Afrika, wäre aber wohl kaum dagegen gewesen. Er braucht Kriegsbegeisterung für die Unterstützung des Parlaments. Er hat bereits seinen königstreuen General Monk heiß auf einen Krieg gemacht. Und während Charles so tut, als wüsste er nichts von Holmes' Angriff, stachelt Monk den einflussreichen Samuel Pepys vom Marineamt an, dieses Kriegsprogramm zu unterstützen. General Monk, jetzt unser Lord Albemarle. Dies ist Mr. Samuel Pepys, Cousin des Earl of Montagu und Beamter des Marineamts und ein sehr gescheiter Mensch. Wir haben dem Gesandten mit unserem fürstlichen Wort versichert, dass wir Captain Holmes weder Befehl noch Weisung gegeben haben, Afrika anzugreifen. Noch ist uns bekannt, aus welchem Grund er so viel Feindseligkeit an den Tag legt. Ich habe mit Holmes gesprochen, bevor er in See gestochen ist. Er erörterte die positiven Effekte, die ein niederländischer Krieg haben würde. Und meinte, dass der gesamte Handelsumfang für uns beide zu klein sei. Also einer von uns beiden wohl verschwinden sollte. Die Niederländer haben zu viel Handel. Und wir haben uns entschlossen, sie davon zu befreien. Sie waren nicht Freunde unseres Königs im Exil, vor seiner Wiedereinsetzung. So war es. Jahrelang haben die Niederländer wegen Cromwells Feindseligkeit gerne Nachsicht gezeigt und mich gemieden wie ein verdammtes Fass voller Pestilenz. Auf die Nachricht meiner Rückkehr als König hat man uns in Den Haag überschäumend gefeiert. Und uns eine Yacht geschenkt. Was für ein verlogenes, kleinmütiges Volk. Ich bebe immer noch bei dem Gedanken an die Insel Amboina. Über ein halbes Jahrhundert zuvor nahmen die Niederländer in ihrer indonesischen Handelsniederlassung Amboina einen Spion gefangen, der die Verwicklung englischer Kaufleute in ein Komplott gegen das niederländische vorgesteht. Die Niederländer verhaften die angeblichen Verschwörer, foltern Geständnisse aus ihnen heraus und enthaupten sie. Dieser Vorfall lag schwer auf der englischen Seele und es entstanden Gedichte und Tragödien über Amboina. Amboina kann sich überall wiederholen, wo man die Niederländer an der Macht lässt. Das Einzige, was sie wirklich respektieren, sind die Breitseiten unserer Kanonen. Der ganze Hof ist verrückt nach einem Krieg mit ihnen. Offenbar bin in unserem ganzen Königreich ich der Einzige, der für Frieden eintritt. Pepys gehört nicht zum innersten Zirkel von Charles II. Er versteht möglicherweise nicht die Ironie der Friedensaussage des Königs. Er weiß nicht, dass die Angriffe von Nichols und Holmes von Charles autorisiert waren. Aber De Witt weiß es, der bereits De Reuter Afrika zurückfordern lässt und gewiss nicht die Absicht hat, es dabei bewenden zu lassen. Wo ist Holmes jetzt? Portugal, vor der Küste nahe von Lissabon. Wann wird er wieder zurück in England sein? In 2 Monaten. De Reuter hat bereits Goree zurückerobert, eine Anzahl von Schiffen inbegriffen. Er wird die Küste im Dezember einnehmen. Hier, weitere Befehle an De Reuter. Nach Ostafrika und auf zur Karibik. Durchführung optimaler Vergeltungsmaßnahmen mit so viel Schaden wie möglich auf Barbados, Neuniederlande, Neufundland. Es sind so viele Kaufleute und Lager von Zucker und Tabak aufzubringen, wie auch zu transportieren. Und zu vernichten, was zurückbleibt. Zu plündern sind ihre Plantagen, ihre Fischgebiete zu zerstören und dann auf dem kürzesten Weg den Kurs nach Hause nehmen, Kurs Richtung England. Die Nachricht von De Reuters erfolgreichen Gegenangriffen längs der afrikanischen Küste erreicht England etwa um die gleiche Zeit, zu der auch Holmes zurückkehrt. Nun ist ein Krieg mit den Niederländern praktisch unausweichlich.
Ich höre eben die betrübliche Nachricht von unserer Niederlage in Guinea. De Reuter mit seiner Flotte ist dabei, sich all das zu nehmen, was immer unser Eigen war. Forts waren Schiffe und Männer. Das gesamte Werk von Holmes zunichte gemacht. Nicht alles. Ist er doch gerade in Plymouth mit viel Beute gelandet. Gold, Elfenbein und niederländischen Schiffen. Was sagt Holmes zu den Berichten über die Feigheit seiner Kapitäne? Er kommt gerade. Fragen Sie ihn doch gleich selbst. Monk, wie geht es Ihnen? Holmes, willkommen in der Heimat. Mr. Pepys? Nun, und? Wie umfangreich ist der Schatz? Ach, hunderttausende Pfund. Es findet momentan eine Zählung statt. Die Beutekommission hat sich über die Schiffe hergemacht, wie Geier über einen fetten Kadaver. Major Holmes, ich sollte Sie darauf hinweisen, dass manche behaupten, dass Sie Ihre Order, unseren Handel zu schützen, auf ungebührliche Weise überschritten haben. Unseren Handel zu schützen? Wir hatten doch keinen Handel zu beschützen. Nein. Ich bin aufgebrochen, um denen eins über den Schädel zu hauen und so viel wie möglich von ihrem Reichtum zu stehlen. So habe ich die Bedeutung meiner offiziellen Anweisung verstanden. Und so sind Sie sicherlich auch gemeint gewesen, Holmes. Das habe ich dann auch getan. Sind Sie durch De Reuters Angriff irgendwie beunruhigt? Gewiss haben vielleicht einige meiner Kapitäne allzu leicht aufgegeben. Doch das sind lächerliche Spekulationen der Etappenkrieger. Breitseiten sehen aus 15 Meter Entfernung erheblich anders aus. De Reuters Erfolg bedeutet, es wird Krieg und große Chancen geben. Ich mache mir Sorgen über das Geld, das zur Finanzierung der Marine fehlt. Nun, wir holen uns die Geldmittel von der niederländischen Kaufmannschaft. Der König lässt Ellen die Smyrna-Flotte angreifen. Reiche Beute vor Gibraltar. Lassen Sie uns hoffen. Guten Tag, meine Herren. Für jemanden ohne Erfahrung hat Pepys viel zu viele zementierte Meinungen. Ein äußerst lästiger Gesell. Aber er hat eine wunderschöne Frau, mit der man wohl gern familiären Umgang hätte. Nun, vielleicht nach dem Krieg. Pepys Tagebuch berichtet uns, wie schockiert er auf Festen über die Aufmerksamkeiten von Holmes gegenüber seiner Frau war. Es schildert auch sein Missfallen darüber, wie überstürzt ein unbedachter Krieg begonnen wurde. Und wieder griffen die Engländer grundlos und ohne Kriegserklärung eine große niederländische Handelsflotte an, sodass die aufgebrachten Niederländer jetzt wussten, dass ein richtiger Krieg unvermeidlich sein würde. Dieser Angriff gilt nicht nur unseren Handelsniederlassungen, sondern dem Herzen unseres gesamten Handelsverkehrs aus dem Mittelmeer. Was heißt, dass wir uns de facto in einem Krieg mit England befinden? Für Ihre Zustimmung lauten die Befehle an all unsere Admiralitäten. Nach reiflichen Überlegungen wird also beschlossen und entschieden, sie zu ermächtigen, die Engländer anzugreifen, zu überwältigen und möglichst zu vernichten. Und das überall. Ja, ja, ja. Sowohl in als auch außerhalb von Europa, an Land und auf See. Und mit aller Gewalt und mit Gottes Segen haben sie unsere Autorität, ja. Vollmacht und Ermächtigung, ja. Also zu handeln. Ja, 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 ja. Charles wird jedenfalls seinen Krieg bekommen! Charles will Krieg. Aber einen Krieg, der kurz, entscheidend und gewinnbringend ist. Aber nicht den, den er bekommen wird. Die Marine gibt jetzt bereits den höchsten Betrag aus, der je vom Parlament genehmigt wurde. Über 2 Millionen Pfund. Charles weiß, wie gefährlich es auch für seinen eigenen Bruder James und seinen langjährigen Freund und Exilgefährten Lord Falmouth wird. Falmouth? Falmouth. Mhm. Lely, unser Hofmaler, behauptet, das sei mein Porträt. Wenn das wirklich so ist, bin ich ein hässlicher Bursche. Oh nein, Eure Majestät. Das ist nur Lelys einseitiger Lähmung zu danken. Wenn's ihm wieder besser geht, wird auch euer Bild besser. Falmouth, ich glaube wirklich, er ist der niederträchtigste Hund in ganz England. Ich glaube schon, als Eurer Majestät untertan bin ich's. Da sind James und seine Wachen. Dann werde ich mich verabschieden, Eure Majestät. Mein guter Falmouth, kümmere er sich um James. Solange wir mit der Königin ohne Nachwuchs sind, ist er alles, was wir haben. Charles' Sorge um seinen Bruder James hat sowohl persönliche als auch dynastische Gründe. Seine 2-jährige Ehe mit Katharina von Braganza blieb bisher ohne Erben. Obwohl James in der Thronfolge der Nächste ist, übernimmt er dennoch das Oberkommando über die absegelnde Flotte,
mit den besten Kapitänen von Charles, wie Monk und Holmes. Eure Majestät? General Monk, unser Bruder James hat die effektiven Erfolge der Schlachtlinienformationen im letzten Seekrieg erörtert. Ja, Eure Majestät. Und die Signale. Wenn wir uns auf der Wetterseite befinden, formieren wir uns zu einer Schlachtlinie aus 3 Verbänden, einem Flottenverband von 8 Meilen Länge. Schiffe in Schlachtordnung segelten normalerweise auf einem Kurs mit einem bestimmten Einfallswinkel am Wind. Wenn ihre Gegner den gleichen Kurs segelten, hatte die härter am Wind segelnde Flotte die Luftstellung. Die Flotte, die weiter entfernt vom Wind segelte, hatte die Lehstellung. Die Flotte, die auf der Wetterseite Manx segelte, war in der Luftstellung. Die Lehstellung hatte ihre Tücken. Wenn ein Schiff in Lehstellung angreifen wollte, musste es in den Wind segeln, verlor dabei an Fahrt und war dem Breitseitenfeuer von mehreren Schiffen ausgesetzt. Was, wenn die Niederländer zu entern versuchen? Solange wir den Wind haben, können wir mit dem Wind segeln und unsere schweren Kanonen optimal nutzen. Keins unserer eigenen Schiffe blockiert die Kanonen eines anderen. Wie steht's mit euch alten Piraten, Holmes? Kann man euch noch Neues lehren? Ja, Euer Majestät. Solange die Niederländer in Einzelverbänden angreifen, können wir Abstand halten und sie vernichten. Sie werden sich um ihre vielen Admirale scharen, solange sich die niederländischen Städte misstrauen. Was uns nur recht sein kann, ist dies unserem Erfolg von Nutzen. Oh, wir wünschen viel Glück und Erfolg. Euer Majestät. Die niederländische Flotte ist keine nationale Seestreitmacht. Es gibt 5 verschiedene Admiralitäten. Die beiden größten, Rotterdam und Amsterdam, gehören zu Holland. Aber sie sind große Rivalen. Die 3. Admiralität ist Zeeland. Die Admirale verschiedenster Verbände haben keine klar vereinbarte Rangfolge. Der Versuch, eine gewisse Geschlossenheit dieser Flotte zu erreichen, zog ernsthafte politische Probleme nach sich. Unter der Führung de Witts haben sich die konkurrierenden niederländischen Städte darauf verständigt, eine starke Kriegsflotte aufzubauen. Das Ergebnis sind Dutzende großer Kriegsschiffe, die, wie de Witt 10 Jahre zuvor gefordert hatte, den englischen Breitseiten standhalten und es mit gleicher Münze heimzahlen. Als der 2. niederländische Krieg begann, waren die neuen Schiffe schon fast einsatzbereit. Die Engländer hatten keine ausreichenden Informationen darüber, dass die Niederländer sie beim Bau schwerer Kriegsschiffe eingeholt hatten. Diese größte holländische Schiffsklasse war zwischen 49 und 53 Meter lang und bestückt mit bis zu 80 Kanonen. Das war immer noch etwas weniger als bei den Engländern, aber andererseits waren unsere Kanonen etwas schwerer. Wenn das Schiff eine Breitseite abgefeuert hat, also alle Kanonen auf einer Schiffsseite losgingen, verlor es eine halbe Tonne an Gewicht. Es muss schrecklich gewesen sein, das mitzuerleben. Die neue Flotte de Witts ist im Frühjahr 1665 noch nicht voll einsatzbereit. Aber folgenschwerer könnte sein, De Ruyter, der Kommandeur, dem alle Admirale folgen werden, ist noch nicht von seinem Karibikunternehmen und von der Ostküste Amerikas zurück. De Witt sucht nach einem zuverlässigen Vertreter für De Ruyter und beruft Baron von Obdam, das niederländische Flottenkommando, zu übernehmen. Obdam, der Erfolge in der Ostsee zu verbuchen hat, steht jetzt aber einer Seeschlacht von bisher ungekanntem Ausmaß gegenüber. Die Flotten bestehen aus jeweils mehr als 100 Schiffen und 20.000 Seeleuten. Während die niederländischen Kriegsschiffe, die Halbtonnenbreitseiten abfeuern können, noch nicht einsatzbereit sind, haben die Engländer schon 27 Schiffe zur Verfügung. Außerdem haben sie taktische Seemanöver entwickelt, die ihrer überlegenen Feuerkraft eine verheerende Wirkung verschaffen. Die Engländer führten 2 Manöver durch, um den Kurs zu ändern. Beim ersten machte das erste Schiff in der Schlachtlinie eine Wende und alle anderen folgten ihm auf der Stelle. Eine Wende vom Ende der Schlachtlinie durchzuführen hieß, dass das letzte Schiff zuerst mit der Wende begann und alle anderen Schiffe dann versuchten, das gleiche Manöver durchzuführen. Eine solche Wende vom Ende der Schlachtlinie erforderte enorme Koordination, gute Signalgebung und seglerisches Können. Wenn die Engländer dieses Manöver mit 100 Schiffen begannen, flößte dies sogar den Niederländern, die selbst keine schlechten Seeleute waren, gewaltigen Respekt ein. Der englische Flottenverband fuhr etwas nördlich vor der Küste von Lowestoft.
Beide Seiten versuchten, ein Gefecht zu erzwingen. Der niederländische Kommandeur, Admiral Obdam, wusste, dass er von der Bewaffnung her unterlegen war. Aber er brauchte eine Seeschlacht, um die Engländer vom Meer zu vertreiben, bevor der reich beladene Ostindien-Konvoi nach Hause zurückkehrte. Vor Lowestoft treffen die Flotten in zwei Passagegefechten aufeinander. Am Ende des zweiten Gefechts gelingt es den Engländern, mit einem gemeinsamen Wendemanöver auf gleichen Kurs mit den Niederländern zu gehen und sie dann in Luftstellung genauso zu schlagen wie 1653 in der Seeschlacht bei Gabart. Im Zentrum der Schlacht verwickelt James' Flaggschiff, die Royal Charles, das Flaggschiff Obdams, in ein heftiges Einzelgefecht, bei dem Obdam getötet wird und sein Schiff explodiert. Weil sie nicht wissen, wer jetzt das Kommando hat, fliehen die Niederländer, verfolgt von den Engländern. Hätte nicht einer der Höflinge von James einen unglücklichen Befehl gegeben, wäre die Seeschlacht in dieser Nacht beendet gewesen. Damit James nicht länger in Gefahr ist, stoppt einer seiner Höflinge die Verfolgung der Niederländer. Kurz zuvor wurde der beste Freund des Königs, Lord Falmouth, in der Nähe von James in Stücke gerissen. Sie sollten wieder gehen. Der König empfängt heute niemanden. Er betrauert den armen Falmouth, so wie wir alle es tun. Und ich sorge mich um den König. Er hat ja kaum etwas zu sich genommen und die letzte Nacht wenig geschlafen. Beten Sie für ihn. Der König, so scheint mir, ist unglaublich betrübt über den Tod des Lord von Falmouth. Wünschen Sie ihn nicht wieder ins Leben zurück. Er war jemand, der Vergnügungen zu sehr liebte, als dass es dem König gut tat. Wohl kaum ein guter Dienst, den er ihm bot. Aber er war gewiss ein großer Ehrenmann. Und zeigte dies, indem er den Herzog begleitete, das Beste, was ein Mann für jemanden tun kann. Genau wie Sansom sich opferte, unser tapferer Admiral, den ich mit aller Bescheidenheit erwähnt, zu ersetzen versuche. Aber der Herzog bestimmte für das Kommando Captain Harmon, seinen eigenen Captain. Harmon? Ich muss erkennen, dass ich Feinde um mich herum habe, die gegen mich eingenommen sind. Die nicht erdulden wollen, dass ich emporsteige. Ich kann so nicht weitermachen. Ich werde zurücktreten. Sie. Ein ziemlich eitler, voreiliger Stutzer. Er wird davon nicht abzubringen sein. Ist Holmes so reich, dass er eine Gelegenheit sucht, aus dem Dienst auszuscheiden? Der Herzog wird seinen Abschied jetzt mit einigem Widerwillen annehmen, denke ich. Aber bei der nächsten Flottensaison werden alle wieder Freunde sein. Holmes wird wieder ein gutes Schiff befehlen und ohne Zweifel hoch geehrt sein. Während England nur einige Höflinge betrauert, geht es bei den Niederländern um weit mehr. Die Niederländer haben in diesem speziellen Fall rund 17 Schiffe und mehr als 5000 Mann verloren. Das ist genau genommen für eine Küstenregion eine große Anzahl. Es hinterlässt eine riesige Lücke in der Bevölkerung. Es geht dabei nicht allein um die Höhe der Verluste, sondern um ihre vergleichsweise große Auswirkungen auf die Küstengemeinden. Der überragende Sieg der Engländer vor Lowestoft ist einer der größten Triumphe der britischen Seegeschichte. Die Niederländer haben eine schwere Niederlage erlitten. Das Beunruhigende ist nur, dass der Krieg damit nicht vorüber ist, sondern dass man weiterrüstet. Charles übt weiteren Druck auf die Niederländer aus, indem er den Bischof von Münster besticht, die Niederländer an ihrer Ostgrenze anzugreifen. Münster und die Niederlande streiten sich um einige Gebiete. Da es kaum Widerstand gibt, nimmt der Bischof in kurzer Zeit einige Städte ein. Die niederländische Armee ist völlig unvorbereitet auf einen Angriff. Alles läuft für Charles nach Plan. Aber plötzlich, aus dem Nichts heraus, die Pest. London wird 1665 von der Pest heimgesucht. Die Menschen fallen in den Straßen tot um, wie die Blätter von den Bäumen. Aber Gott im Himmel, welch traurige Zeit ist das nur, die armen Teufel in den Straßen sehen zu müssen. Über 7000 Tote in einer Woche. Das ist bislang wohl die größte Anzahl, was für uns alle ziemlich schmerzlich ist.
Mit der Pest beginnt sich das Glück der Engländer zu wenden. Anfang des nächsten Jahres verläuft auch der Angriff des Bischofs von Münster nicht mehr gut. Denn dieser Angriff veranlasst Ludwig den 14. von Frankreich, seinem Verteidigungsbündnis mit den Niederlanden nachzukommen. Ludwig verfügt über die größte und beste Armee in Europa. Seine Kriegsflotte ist nicht so groß wie die von England, aber sie schafft ein strategisches Gleichgewicht zugunsten der Niederländer. Als stärkste Macht Westeuropas ergreifen nun die Franzosen Partei für die Niederländer und erklären Großbritannien den Krieg. So muss Charles jetzt mit der doppelten Anzahl von Feinden wieder von vorn anfangen. Der Kampfgeist der Niederländer wird durch diese Kriegserklärung wiederbelebt und sie geben mächtige Kriegsschiffe in Auftrag. Ebenso wichtig ist es aber auch, dass De Witt diese neuen Schiffe einem Kommandeur übergeben kann, der sein volles Vertrauen hat. De Ruyter ist wieder zurück. Nach der Seeschlacht von Lowestoft haben die niederländischen Admirale gemeinsam entschieden, dass sie das englische System übernehmen und so schnell wie möglich einführen wollen. De Witt und De Ruyter nehmen die Parade der Flotte ab, zu der jetzt auch die neuen Kriegsschiffe zählen. Sie treffen sich mit Cornelis Tromp, dem Stellvertreter des kommandierenden Admirals, und Cornelis Evertsen, einem jungen Kapitän, der bei Lowestoft gekämpft hat. Mit Frankreich an unserer Seite haben wir einen neuen Krieg. Jedenfalls hat unser lieber Freund in Münster etwas zum Nachdenken. Charles hat gewiss kein Geld, ihn zu bezahlen. Ludwig wird ihn wohl bald heimschicken. Aber was wird Ludwig auf See tun? Nun, Tromp, was glauben Sie? Danke, dass Sie gekommen sind. Nachdem Obdam umgekommen ist, sollte meine Position die Ihre werden. Ein edler Patriot, der seinem Land gedient. Ja, wahrlich edel. Nun, ich bin hier. De Witt weiß, zu überzeugen oder zu überrumpeln, wenn dies vonnöten ist. Und um zu antworten, Ludwig wird nur das Allerwenigste machen und dabei weiterhin seine Ehre wahren. Er mag schon einige englische Schiffe ablenken. Gut. Evertsen, Sie waren in Lowestoft. Was war der Grund unserer Probleme? Die englische Formation. Einheitlich, in einer Schlachtlinie. Bestückt mit großen Kanonen. Ein gleichzeitiges Wendemanöver der gesamten Flotte. Danach waren unsere Einzelverbände nur noch kleine Mücken zum Totschlagen. Aber wir konnten doch immer dicht aufschließen und darauf entern. Aber nicht, wenn Sie die Luftposition einnehmen. Sehr beunruhigend. Können wir denn nicht mehr so kämpfen, wie wir seit 100 Jahren tun? Nein, nicht um zu gewinnen. Und alle anderen Kapitäne sind gleicher Meinung. Tromp, was denken Sie? Nun, die jungen Kapitäne haben recht. Unsere Flotte ist oft nicht imstande zu feuern, weil unsere eigenen Schiffe im Wege stehen. Macht es Ihnen etwas aus, das englische System nachzuahmen? Nein. Und die sind auch nicht so clever. Selbst ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Dann hoffen wir mal, dass Ihre blinden Hühner zur Sommerzeit noch beim Bauern sind. Während die Niederländer ihre neuen taktischen Formationen üben, plant Charles, einen Teil seiner Flotte unter dem Kommando seines Cousins, Prinz Rupert, loszuschicken. Er will die französische Flotte, die in den Ärmelkanal hineinsegelt, blockieren und den größeren Teil seiner Flotte zurückhalten, die unter dem Kommando des Herzogs von Albemarle den Niederländern begegnen soll. Diese Teilung der Flotte ist ein Risiko. Die Niederländer werden den Verbänden Albemarles mit größter Sicherheit zahlenmäßig überlegen sein. Also braucht Charles seine besten Kapitäne für die Flotte von Albemarle. Er holt Holmes wieder in den Dienst zurück. Wohlan, Sir Robert. Dieser Adelsstand passt zu euch. Genauso wie euer neues Schiff, Defiance. Beides ist mir eine große Ehre, Majestät. Ich hoffe, euch viele Siege als Gegenleistung bringen zu können. Das werdet ihr gewiss. Euer Geschwader ist bemannt und ausgerüstet? Ich schließe mich schon in einer Woche der Gruppe von Albemarle an. Ich werde jetzt also meinen Pflichten nachkommen, Euer Majestät. Monk, was sage ich? Ich meine Albemarle. Sie sind seit meiner Wiedereinsetzung Herzog. Ich werde mich gewiss noch an Albemarle gewöhnen. Eure Majestät darf mich nennen, wie es behagt. Meine Frau nennt mich weiterhin Monk, jedenfalls in unserem Schlafgemach. Herzog von Albemarle, der Name bleibt mir also in zweifacher Hinsicht geläufig, doch ich meide Ihr Schlafgemach. Kein Platz für uns zu dritt. Albemarle, wie denken Sie über unsere Teilung der Flotte? Ehe wir die französische Position kennen, ist es ein notwendiges Übel, Euer Majestät. Wir können nicht zulassen, dass die Franzosen sich mit den Niederländern vereinen. Ja, und jüngste Geheiminformationen sagen, dass an Bord der französischen Schiffe Männer für einen Angriff auf Irland sind. Sie haben 70 Schiffe in Ihren Verbänden? Wenn alle bemannt und bestückt sind, Majestät. Zurzeit ist die zur Verfügung stehende Anzahl fast 60.
Sollten die Niederländer im Hafen bleiben, bis die Franzosen kommen, werden wir wohl bereit sein. Falls die Niederländer früher kommen, Euer Majestät, soll ich kämpfen oder abwarten? Das müssen Sie entscheiden, Mark. Ich meine, Albemarle. Wie ist die Situation erfordert und ob Sie es für angemessen halten? Wir werden wieder die Chancen ergreifen, Euer Majestät. Wie bei Gabbert und Lowestoft. Hervorragend. Der Herzog von Albemarle wusste, dass er zahlenmäßig unterlegen war. Er hatte den König gewarnt und der hatte einfach geantwortet, dass er tun solle, was er für richtig halte. Das war ein katastrophaler Fehler, weil der Herzog von Albemarle das als einen Angriffsbefehl missverstand. Das Wetter war ziemlich schlecht, die See aufgewühlt. Die Niederländer lagen vor Anker und konnten sich wohl kaum vorstellen, dass die Engländer angreifen würden. Der starke Südwestwind brachte die englischen Schiffe in eine derartige Schräglage, dass sie nicht imstande gewesen wären, ihre größten Kanonen auf dem Unterdeck zum Einsatz zu bringen. Aber Albemarle sieht seine Chance, wendet die Flotte und steuert direkt auf einen ungeschützten niederländischen Verband zu. Die Niederländer erkennen schließlich, dass die Engländer angreifen. Der niederländische Verband unter Tromp kappt seine Anker und kann gerade noch rechtzeitig Segel setzen. Stundenlang waren beide Flotten dann in Rückzugsgefechte verwickelt. Doch die See war derart bewegt, dass die Schäden nicht allzu groß waren. Albemarle war mit seiner Absicht, diesen ungeschützten niederländischen Verband unschädlich zu machen, total gescheitert. Als sich Albemarle Untiefen nähert, signalisiert er seiner Flotte, abzudrehen. Aber ein englischer Verband übersieht das Signal und segelt weiter darauf zu. In diesem Augenblick erleben die Niederländer ein Desaster. Das Flaggschiff von Cornelis Tromp, die Hollandia, wurde in eine Kollision verwickelt und völlig manövrierunfähig. Der englische Admiral steuert direkt durch die niederländische Flotte auf Tromps Flaggschiff zu. Aber Albemarle, der bereits in die andere Richtung segelt, kann dieses wagemutige Manöver nicht unterstützen. Daraufhin entern die Niederländer den englischen Angreifer. Die ersten niederländischen Marinesoldaten treffen an Bord des englischen Schiffes auf heftigen Widerstand. Aber die Besatzung eines zweiten niederländischen Schiffs legt Planken hinüber und entert gewaltsam. Bald ist alles vorüber. Und die Niederländer haben drei englische Schiffe gekapert. Als es Nacht wird, schickt die englische Admiralität ein schnelles Boot den Ärmelkanal hinab mit der Nachricht an Rupert, Schlacht hat begonnen, unverzüglich zurückkehren. Am zweiten Tag war das Wetter wesentlich ruhiger als am Tag zuvor und es war ein heißer Tag. Die niederländische Flotte war durch ihre Lehposition erheblich im Nachteil. Und der Rauch der Kanonen trieb immer wieder nach unten, sodass häufig weder der Ablauf der Geschehnisse noch die luftwärts segelnde Flotte zu erkennen war. De Ruyter will die Luftstellung einnehmen und versucht mit der niederländischen Flotte durch die englischen Linien zu brechen. Aber der letzte Verband, das Geschwader von Tromp, kommt nicht mehr durch und wird von englischen Kriegsschiffen umzingelt. De Ruyter erkannte, dass Tromp in Schwierigkeiten war. Also sammelte er einen kleinen Verband um sich, segelte direkt auf die Position von Tromp zu und vertrieb die ihn attackierenden englischen Schiffe. Als am Ende des zweiten Tages viele Schiffe beschädigt sind, setzt Albemarle sich ab und segelt nach Norden. Die Engländer hatten am dritten Tag erkannt, dass sie zurückweichen müssen. Albemarle schickte alle beschädigten und kleineren Schiffe voraus, so gut sie segeln konnten, und versammelte 16 der größten Schiffe, von denen jedes 6 bis 8 Kanonen auf dem Achterdeck tragen konnte, und stellte sie nebeneinander in einer Linie auf. Die schweren Kanonen des Herzogs von Albemarle halten die Niederländer bis zum Nachmittag auf Abstand. Dann kann er sich dem eintreffenden Verband Ruperts anschließen. Die englischen Lotsen hatten im Durcheinander der Schlacht den Kurs verloren und steuerten die Flotte geradewegs auf eine gefährliche Sandbank zu, den Galloper Sand. Viele der großen Schiffe fuhren auf, alle konnten sich befreien, bis auf die Royal Prince, ein Dreidecker mit 92 Kanonen. Die Niederländer könnten die Prince leicht aufbringen, doch sie wird auf Befehl der Reuters verbrannt.
Es darf kein Schiff ausfallen, weil es eine solche Beute in den Hafen schleppt. Er braucht die geballte Kraft seiner ca. 70 Schiffe für die nächste Seeschlacht. Zu Beginn des vierten Tages halten die Niederländer die Luftposition. Albemarle und Rupert entscheiden sich anzugreifen, um selbst die Luftposition zu erobern. Die englische Flotte verfügt über insgesamt 50 Schiffe, die unbeschädigt und voller Munition sind, keine Verletzten und vollzählige Mannschaften haben. Die englischen Schiffe durchbrachen die niederländische Linie, brachten sich in Luftstellung und teilten dabei die niederländische Flotte. Im Laufe des Tages schienen die Engländer von einem bestimmten Zeitpunkt an dabei zu sein, die Seeschlacht zu gewinnen. Als De Ruyter nach Norden fährt, wirkt das so, als ob er die umzingelten Schiffe aufgibt und mit dem Rest seiner Flotte in den Hafen zurücksegeln will. Als die Engländer glauben, dass die Niederländer sich zurückziehen, wendet De Ruyter plötzlich wieder und steuert mit seiner gesamten Streitmacht direkt auf die Engländer zu. Jetzt können die Niederländer zum ersten Mal ihre zahlenmäßige Überlegenheit ausspielen. Die Engländer werden davon überrumpelt. Ihre Flotte gerät in Unordnung. Viele ihrer Schiffe werden gekapert. Daraufhin ziehen sich die Engländer in die Themse zurück. De Ruyter steuert, ohne Munition, ebenfalls zurück in seinen Heimathafen. Die Bilanz dieser Seeschlacht, nahezu 4000 Tote und die gleiche Anzahl Verwundeter. Aber die Niederländer feiern ihren ersten bedeutenden Sieg im Zweiten Englisch-Niederländischen Krieg. Es war einer der größten Siege, den die Niederländer je über die Engländer errungen haben. In vielen Liedern besungen und auf Medaillen geprägt. Beide Seiten konnten wichtige Erkenntnisse aus der Vier-Tage-Schlacht ziehen. Die Engländer erkannten jetzt, dass die neuen Schiffe der niederländischen Flotte eine viel größere Feuerkraft besaßen und nach Übernahme der englischen Taktik auch in einer Schlachtlinie kämpften. Und die Niederländer hatten begriffen, dass die Engländer den Kampf nicht scheuen würden, auch wenn sie zahlenmäßig unterlegen waren. Aber sie lernten bald noch etwas Wichtigeres. Kein Einzelsieg garantiert die Macht auf dem Meer. Solange die Engländer beschädigte Schiffe überholen und neue in Auftrag geben können, wird es zu weiteren gewaltigen, erbitterten und blutigen Schlachten kommen. Dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei. Beide Seiten glaubten, dass der andere erheblich nicht der Fall war. Die Niederländer waren sicher, dass die Engländer über 20 oder 25 Schiffe verloren hatten und dass sie völlig lahmgelegt wären. Aber die Engländer hatten nur 10 verloren und die Reparatur der beschädigten Schiffe dauerte nicht lange. Dazu kamen mehrere umgebaute große Schiffe, die zuvor wegen fehlender Besatzungen nicht einsatzfähig waren. Eine Schiffsmannschaft bestand zu dieser Zeit aus mindestens 500 Seeleuten, von denen die Hälfte auch Kanonen bedienen musste. Dazu kamen dann noch 100 Marinesoldaten auf dem Oberdeck, die vor allem Musketen handhaben und die enternden Angreifer im Nahkampf abwehren mussten. Um ihre Mannschaften zu komplettieren, bediente sich die englische Kriegsflotte des sogenannten Pressens, was als völlig legal galt. Gruppen von Seeleuten wurden rausgeschickt, um auf diese Weise kräftige Männer anzuwerben. Verehrter Herzog, ich bin heute Morgen doch zutiefst beunruhigt, dass in den beiden letzten Nächten von unseren Leuten Personen gepresst wurden, die für die Seefahrt völlig ungeeignet sind. Wir brauchen Männer. Ich denke, sie gewöhnen sich an das Leben auf See. Ich lernte es jedenfalls. Es ist gar nicht so übel. Ja, aber ohne Werbesold verstößt es gegen alle Rechtsgepflogenheiten. Soll das heißen, Sie bekommen kein Geld von ihnen? Im Krieg haben wir nun mal wichtigere Ausgaben. Alles andere hat noch Zeit. Pieps, Sie tragen im Marineamt die Verantwortung. Notieren Sie alles und sichern Sie ihnen das Werbegeld zu. Es ist allein Sache des Kapitäns eines Schiffs, ein Presskommando loszuschicken, um möglichst viele Männer einzufangen. Sobald Sie zum Beispiel in Wirtshäusern Leute rekrutieren wollen, treffen Sie in der Regel auf Widerstand. Das kann sogar zu größeren Straßenschlachten führen, in die nicht nur die Presskommandos und die Männer selbst, sondern auch ihre Frauen, Freundinnen und sogar ihre Kinder verwickelt sein können. Die Presskommandos suchten normalerweise Seehäfen heim, aber nach den hohen Menschenverlusten während des Krieges blieb selbst London nicht ungeschoren. Manchmal wurden willkürlich sogar Seeleute der eigenen Kriegsflotte entführt.
Und manchmal sind sogar unsere eigenen Männer beim Marineamt von Offizieren der Flotte zum Dienst gepresst worden. Selbst Männer auf unseren Ordonnanzschiffen hat man gepresst, während sie Pulver und Kanonenkugeln zur Flotte Lassen brachten. Sie mich wissen, wenn Ihre Männer gepresst werden. Vielen Dank, Euer Lordschaft. Es ist nur, dass ich etwas besorgt wegen Holmes bin. In seinem geheimen Tagebuch beschreibt Pepys seine persönlichen und beruflichen Konflikte mit Holmes und wie beunruhigt er darüber ist, dass Holmes ihn zu einem Duell herausfordern könnte. Gestern Abend sprach er bei Lord Battens, in Gegenwart mehrerer Personen, davon, dass meine Frau die schönste und anbetungswürdigste für ihn sei. Er sagte das in Anwesenheit der Damen? Nein, aber inmitten der Herren. Und das bekümmert mich gleichwohl, Euer Lordschaft. Sorgen Sie sich nicht, Pepys. Denn er segelt zur Isle of Wight in 2 Tagen schon. Können Sie Ihre Frau bis dahin beschützen oder sie wenigstens nicht aus dem Haus lassen? Ich kann. So hoffe ich. Und lassen Sie mich wissen, wenn unsere Presskommandos wieder gegen unsere gemeinsamen Interessen verstoßen. Sagen Sie es mir. Das werde ich. Das werde ich. Die in den Dienst gepressten über 2000 Mann ermöglichen es nun, mit vielen Schiffen die Flotte erheblich zu verstärken. Für Charles ist die verstärkte Feuerkraft seiner Flotte der Wendepunkt seiner Pechsträhne. Wegen der steigenden Kriegskosten braucht er eine letzte große Schlacht, um die niederländische Flotte zu vernichten. Keine 2 Monate nach der 4-Tage-Schlacht segeln die englische und die niederländische Flotte wieder in die Nordsee hinaus. Beide wollen eine Entscheidung herbeiführen. Die Engländer waren stärker, doch die Niederländer erkannten das nicht. Es gab nur wenig Wind, insofern fand die Schlacht buchstäblich in Zeitlupe statt. Die St. James Day-Schlacht verläuft nach klassischer britischer Seeschlachttaktik. Formation einer Linie, volle Feuerkraft. Um den Feind so lange zu zermürben, bis er aufgibt und flieht. Der französische Beobachter bei den Niederländern erklärte, so schlagen sie die Engländer nie. Sie halten die Schlachtlinie, manövrieren eng beieinander und sind diszipliniert. Während die Engländer mit bester Seeschlachttaktik kämpfen, machen die Niederländer gravierende taktische Fehler. De Witt überredet De Ruyter zu Beginn der Schlacht, einige große Schlachtschiffe zurückzuhalten. Das wäre gegen einen kleineren Verband eine gute Taktik, ist aber katastrophal gegen die riesige englische Flotte. Außerdem ignoriert Tromp den Schlachtplan, in einer Kiellinie zu bleiben. Er bricht aus dem Verband aus und verfolgt ein englisches Geschwader. Es war eine große Niederlage der niederländischen Kriegsflotte unter De Ruyter. Vielleicht sogar die größte auf See aller Zeiten. Daher war De Ruyter nach der Schlacht auch äußerst zornig. Herr Watson, Sie wissen, dass ich De Witts Praktiken unterstütze. Aber sein Einmischen in die Befehlsgebung war fast genauso verheerend wie Tromps Verlassen der Schlachtlinie. Was meinen Sie? Sie haben noch immer in Schlachtlinie gekämpft. Nun, er hatte mich gebeten, einige unserer Flaggschiffe zu Beginn der Kämpfe auf Abstand zu halten. Dem ich zustimmte, weil ich glaubte, dass wir zahlenmäßig überlegen seien. Die waren doch uns überlegen. Genau, und darauf waren wir nicht vorbereitet. Sie haben Ihre Flotte schnell repariert und neu gebaute Schiffe hinzugefügt, mein Freund. Ich habe die Royal Charles aus der Verbandlinie getrieben, aber ein anderes 100-Kanonen-Schiff nahm sofort ihren Platz ein. Wir konnten uns allein nicht dagegen stemmen, weil Tromp weiß Gott wohin verschwunden war. Zahlen- und waffenmäßig unterlegen. Aber wo war Tromp? Gerade kommt er dort mit De Witt. Ich würde das auch allzu gerne wissen. Tromp, da sind Sie ja wieder. Was ist mit Ihnen passiert? Was passiert ist? Wir haben gekämpft, was sonst? Es war verabredet, in der Schlachtlinie zu bleiben, weil wir mit diesem System einige Erfolge hatten. Doch sie verblieben weder in unserer Kiellinie, noch waren sie sonst irgendwo zu sehen. Mein Verband bekam zufällig die Gelegenheit, die gesamte englische Blue Squadron zu vernichten. Ich lasse mir so eine Chance nicht entgehen. Aber unser Schlachtplan war ganz klar. In einer Schlachtlinie Breitseiten abfeuern, gleichzeitig wenden und eng aufschließen. Und Sie haben dem Plan zugestimmt und ihn unterzeichnet. In der Tat. Aber ich sah, dass ich mehr als ein Dutzend Schiffe einnehmen konnte und folgte ihnen. Wo sind denn jetzt diese Schiffe? Uns blieb nicht genügend Zeit. Und nachdem unsere gesamte Flotte sich zurückzog, hat Ihre Flotte uns verfolgt. Wir haben sie umfahren und segelten mit viel Glück heimwärts. Ihr geänderter Schlachtplan hat fast zu unserem Untergang geführt, denn mit Ihren Schiffen hätten wir es mit Ihnen aufgenommen. Breitseite für Breitseite. Doch mit dem Verlassen Ihrer Position haben Sie unsere Flanke entblößt. Dennoch haben wir glücklicherweise
unsere Schiffe bewacht. Wir haben doch nur zwei Schiffe verloren. Zwei Schiffe und tausende von Männern. Männern, die nicht hätten sterben müssen. Und mehr noch, sie haben uns eine Schlacht gekostet. Wir haben verloren, wo wir hätten gewinnen können. Und nun kontrollieren die Engländer den Kanal. De Reuter, ich weiß, Sie sind jetzt zornig, aber wir werden reparieren und umrüsten, sodass Sie bereit für den nächsten Einsatz sind. Trump, ich erwarte Ihren Rücktritt, und zwar so bald wie möglich. Aber wir könnten das doch gemeinsam angehen. Sie bekommen ihn noch jetzt. De Witt weiß, dass seine politischen Gegner, die treu zu Willem von Oranien stehen, ihm trotz all seiner Bemühungen um eine Versöhnung die Schuld für die Abberufung Trumps geben werden. Trump ist Orangist und für seine Freunde ein Held. De Witt hat aber noch weitere offene Konflikte mit den Orangisten. De Witt hat ein großes innenpolitisches Problem. Das ist Wilhelm III., der langsam aber sicher volljährig wird. Deshalb beginnen die Orangisten sich wieder zu regen, indem sie mehr Rechte für Wilhelm III. Fordern. De Witt versucht, dies möglichst lange hinauszuzögern, weiß aber, dass es eines Tages unausweichlich sein wird, ihm wenigstens zum Schein etwas zu geben. Doch die Innenpolitik kann warten. Das aktuelle Problem De Witts ist der Krieg mit England. Nach der St. James Day Seeschlacht beherrscht die Kriegsflotte von Charles II. Die See. Sie kann alle Schiffe, die in niederländische Häfen einfahren oder sie verlassen, stoppen. Und die Engländer nehmen jede Gelegenheit wahr, den niederländischen Handel zu unterbinden. Von einem unzufriedenen niederländischen Kapitän erfuhren die Engländer, dass es Lagerhäuser auf Vlieland gab. So bekam Sir Robert Holmes den Auftrag, die niederländischen Lagerhäuser dort zu zerstören. Sie finden auf den Ankerplätzen dahinter eine große Flotte Amsterdamer Handelsschiffe vor und brennen sie alle nieder. Der Verlust für die niederländische Wirtschaft belief sich auf schätzungsweise 1 Million Pfund. Holmes, Ihr Angriff hat weit mehr niederländische Schiffe zerstört als sämtliche unserer Seeschlachten. Wie viele Schiffe verbrannten? 150. Dazu noch ein paar Wachfregatten. Und die Stadt? Wir haben dort Vorräte gefunden und sie mitgenommen. Unglücklicherweise begannen die Männer, Waren aus jedem Haus mitzunehmen und wollten nicht mehr zurück auf ihr Schiff. Wie haben Sie sie dann aber wieder ordentlich an Bord gekriegt? Da die Männer inzwischen so übermütig waren, wussten wir dafür nur eine Möglichkeit. Wir brannten die Stadt nieder. Als alles, was Beute hätte werden können, verbrannt war, kehrten sie aufs Schiff zurück. Und wie gedenken Sie diesen hervorragenden Sieg zu nennen, Sir Robert? Die Vlie-Apokalypse? Nicht ganz so ausgefallen, Euer Majestät. Schlichtweg Holmes Freudenfeuer. Das ist Sir Robert Holmes' großer Triumph. Holmes Freudenfeuer haben die Engländer ihn genannt. Und auch in den Niederlanden bezeichnet man diese Katastrophe noch heute so. Bevor De Witt auf diese brutale Ausweitung des Krieges durch Holmes reagieren kann, zerstört ein verheerender Großbrand das Zentrum von London. Die Niederländer sehen das als die Strafe Gottes für ein böses Volk an, als Vergeltung für Holmes Freudenfeuer. Mit über 10.000 zerstörten Gebäuden und Tausenden von obdachlos gewordenen Menschen ist der Brand von London eine Katastrophe, die weit über die Auswirkung von Holmes Freudenfeuer hinausgeht. Und für Charles II. Zum finanziellen Fiasko wird. Als die niederländische Wirtschaft am Boden ist und die englische Hauptstadt in Schutt und Asche liegt, erkennt Ludwig XIV. Die Chance, seinen vagen Anspruch auf ein Gebiet nahe der niederländischen Grenze durchzusetzen. Ludwig XIV. Ist begierig, seine Nordgrenze durch die Besetzung großer Gebiete des heutigen Belgiens, die damals zu den Niederlanden gehörten, zu verschieben. Im Mai 1667 marschiert Ludwig XIV. In die spanischen Niederlande ein, zur Beunruhigung von Johann de Witt, der diese Gebiete gern als Pufferzone zwischen der Niederländischen Republik und Frankreich beibehalten will. Nachdem Charles II. Nicht versucht hat, die Niederländer zu einem Friedensschluss zu zwingen, bewirkt das jetzt das Vorrücken der französischen Armee.
De Witt und Charles II. Vereinbaren, Friedensverhandlungen im südholländischen Breda aufzunehmen. Charles plant, den französischen Aufmarsch an der niederländischen Grenze bei den bevorstehenden Verhandlungen auszunutzen und erörtert mit seinem Bruder James, dem Herzog von York, die Stärke der Flotte. James, was haben wir zurzeit aufzuweisen? Ohne weitere Mittel kann die Flotte nicht auslaufen. Den Männern stehen 2 Jahre Soll zu, ohne wollen sie nicht an Bord gehen. Die Schiffe sind zu reparieren und neu auszustatten, aber wir haben bei unseren Lieferanten keinen Kredit. Vielleicht bewilligt das Parlament weitere Mittel. Gewiss nicht. Da wird man nur viel Aufhebens machen und möglicherweise die bereits bewilligten Mittel zurückhalten. Aber wenn wir es gut richten in Breda, erhalten wir Geld von den Niederländern, den Krieg zu beenden. Sie spüren im Süden den heißen Atem von Ludwigs Armee im Nacken. The English understood. Die Engländer wussten genau, in welcher Situation sich Johann de Witt befand. Er hatte nach wie vor den Krieg mit den Engländern am Hals und fühlte sich jetzt auch von seinen Verbündeten bedroht. Die englischen Unterhändler sollten die Verhandlungen möglichst lange hinauszögern, um damit noch mehr Druck auf de Witt auszuüben. Wir könnten einige Fregatten losschicken, die niederländische Handelsschiffe im Kanal angreifen und unsere beschützen sollen. Wir haben wirklich keine Wahl, als unsere Schiffe im Medway abzutakeln. Das ist wohl kaum riskant. So kurz vor dem Frieden vergeuden die Niederländer doch kein Vermögen, um ihre Flotte weiter auf See zu lassen. Charles II. Ist eine Spielernatur. Mit ein wenig französischer Hilfe kann er annehmbare Konditionen für einen Frieden erreichen. Aber auch Johann de Witt spielt sein Spiel. Charles ist bankrott und kann seine Flotte zurzeit nicht mehr rausschicken. Dann werden wir ihn blockieren und seine Handelsschiffe aufbringen. Ja. Und mehr noch. Wir werden ihre vor Anker liegende Flotte angreifen. Tja, aber wir können nicht den Medway befahren. Er ist heimtückisch und hat Gezeiten. Wir haben kürzlich, und Sie können sich auf meine Empfehlung verlassen, englische Lotsen angeheuert, die ganz vorzügliche Kenntnisse über den Medway besitzen. Selbst wenn de Witt englische Lotsen zum Navigieren der Schiffe angeheuert hat, müssen seine Admirale immer noch viele heimtückische Untiefen flussaufwärts umschiffen. Erst nach 10 Meilen können sie die großen englischen Schiffe erreichen, die im Schutz der Kanonen von Abnor Castle vor Anker liegen. Sind die Festungen auf ihrem Weg dorthin nicht ziemlich stark? Sheerness ist noch nicht fertig. Auf unserem Weg nach Abnor werden wir bereits ein Dutzend ihrer besten Schiffe vernichtet haben. Aber auf der Fahrt flussaufwärts haben die Niederländer etwa auf der Höhe von Gillingham eine beeindruckende Sperre zu durchbrechen, die quer durch den Medway gespannt ist. Die Gillingham-Kette. Um ihre unbemannte Kriegsflotte zu schützen, haben die Engländer die Fahrrinne mit einer dicken Eisenkette blockiert. Diese Barriere war auf 4 Plattformen verankert und mit halb versenkten Schiffen, Trossen und geborstenen Holzstämmen verstärkt worden. Die englische Flotte ist auf See viel gefährlicher als auf dem Medway verteut. Und da haben wir sie viele Male erfolgreich bekämpfen können. Aber haben wir nicht bereits bei unseren Verhandlungen in Breda einen Friedensvertrag entworfen? Haben wir. Aber dieser Angriff wird zweifellos die beste Empfehlung für den Abschluss dieses Friedensvertrags sein. Charles weiß, dass seine Schiffe gefährdet und verwundbar sind. Es gibt keine Mannschaften mehr und ihre Kanonen sind bereits in den Magazinen an Land. Meine Krankheit, das Fieber mit den Schweißausbrüchen ist wieder da. Ich bin vielleicht nicht imstande mitzugehen. Wir brauchen Sie, De Reuter. Fahren Sie so weit Sie können und dann übergeben Sie an meinen Bruder Cornelis. Er wird unseren Plan weise und überlegt umsetzen. Als die niederländische Flotte ausgelaufen ist, erkennt Charles, dass er sich verspekuliert hat. Der Herzog von Albemarle erhält den Befehl, den Medway zu verteidigen. Er lässt sofort am Flussufer Kanonen aufstellen und verlegt einige seiner Kriegsschiffe in die unmittelbare Nähe der Sperrkette. Die Kriegsflotte der Engländer hat bereits ein Jahrhundert zuvor Invasionen abgewehrt, wie die der spanischen Armada. Aber ihre Schiffe liegen nach wie vor unbeweglich und unbewaffnet vor Anker, während die niederländische Flotte bereits in der Mündung des Medway ankert. Am nächsten Tag segeln die Niederländer in den Medway hinein und zerstören ohne Schwierigkeiten die schwachen Verteidigungsanlagen bei Sheerness. Jetzt aber müssen sie noch die Gillingham-Kette durchbrechen.
Zunächst kann die Sperrkette die niederländische Flotte aufhalten und in eine gefährliche Situation bringen. Aber da nur ein Durchbruch Erfolg verspricht, fährt ein Schiff nach dem anderen mit voller Wucht in die Kette, wird von der Barriere gestoppt und zugleich von vernichtenden Breitseiten getroffen. Schließlich aber erhält ein Schiff so günstigen Wind, dass es schnell Fahrt aufnehmen, die Kette rammen und durchbrechen kann. Von jetzt an kann nichts mehr die Niederländer aufhalten. Innerhalb kürzester Zeit setzen sie die bei der Kette postierten Schiffe in Brand. Die letzten englischen Mannschaften ergeben sich und die Niederländer entern die völlig ungeschützte Royal Charles. Auf die Nachricht vom Verlust dieses Schiffes bricht in London Chaos aus. Ich bin gerade auf. Da höre ich die schrecklichen Nachrichten über die Royal Charles als bestätigt. Was mir eine derartige Furcht einjagt, dass ich sowohl meinen Vater als auch meine Frau innerhalb von 2 Stunden gebeten habe, noch am gleichen Tag aufs Land zu fahren. Dazu etwa 13.000 Pfund in Gold in ihrem Gepäck versteckt. Ich bete zu Gott, dass sie gut durchkommen mögen. In der Hand der Niederländer befindet sich jetzt eins der größten und prestigeträchtigsten Schlachtschiffe der englischen Flotte, das wesentlich zu den Siegen bei Lowestoft und St. James beigetragen hat. Da für den größten Teil der Flotte weder Mannschaften noch Kanonen hat, verstärkt Albemarle in dieser Nacht die Artillerie von Abner Castle und übernimmt persönlich das Kommando. Am nächsten Tag kommt die Reuter mit Kriegsschiffen und sogenannten Brandern, also Schiffen, die mit Öl und viel Brennmaterial vollgepackt sind. Sie sollen andere Segelschiffe in Brand setzen. Die Kriegsschiffe werfen jetzt Anker und liegen dort wie in einem Vorhof der Hölle. Sie greifen den ganzen Tag über bis in die Nacht hinein die Festung und die feuernden Batterien an. Die niederländischen Brander sind inzwischen zu schwimmenden Feuerbomben geworden. Ihre Mannschaften entern die großen englischen Schlachtschiffe, setzen sie in Brand und springen in ihre Rettungsboote. Als Albemarle am letzten Tag noch schwerere Kanonen an Land einsetzt, ziehen sich die Niederländer den Medway flussabwärts zurück und nehmen dabei die Royal Charles mit. Für die Niederländer war die Eroberung des Flottenflaggschiffs und die Vernichtung von 3 anderen Großschiffen der Engländer viel mehr als nur ein großartiger Seesieg. Diese Schiffe in einer offenen Seeschlacht zu verlieren, wäre schon schlimm genug, aber keinesfalls unehrenhaft gewesen. Aber sie zu verlieren, ohne sie praktisch verteidigt zu haben, war eine politische Katastrophe für den König. Die Engländer waren jetzt nicht mehr imstande, die Verhandlungen weiter hinauszuzögern. Denn der politische, wirtschaftliche und finanzielle Schaden für Charles und seine Regierung war enorm. Andererseits waren auch die Niederländer froh, einen Friedensvertrag schließen zu können, der ihnen ihre Handelsrechte garantiert. Danach könnten sie versuchen, Ludwig XIV. Daran zu hindern, sich die gesamten spanischen Niederlande einzuverleiben. Um den Krieg schnell zu beenden, schlägt de Witt vor, dass die beiden ertragreichsten Handelsgebiete Surinam in Südamerika und Puluran in Ostindien niederländisch bleiben. Surinam wegen seiner Zuckerproduktion und Puluran wegen seines Gewürzmonopols. De Witt versüßt das Abkommen, indem er Charles zusichert, dass 2 Gebiete englisch bleiben. Cape Coast Castle, ein Zentrum für den Sklaven- und Elfenbeinhandel in Afrika, und New York. New York bleibt englisch. Die Niederländer glaubten, dass sie wirtschaftlich weit Wichtigeres zu tun hätten. Deshalb lag ihnen mehr an Ostindien und Westindien als an dieser relativ unwichtigen Provinz, in der sie, was ihren Anteil an der Bevölkerung betraf, den Engländern unterlegen waren. So kontrolliert Charles nun die Ostküste Nordamerikas von Carolina bis Maine. Also hat die Niederlage von 1667 dazu beigetragen, dass die Briten ihr Imperium in Amerika erweitern konnten. Aber die 3 Jahre zuvor mit dem niederländischen Gouverneur Stuyvesant vereinbarten Kapitulationsbedingungen enthalten eine entscheidende Garantie: die Gewissensfreiheit für New York. Die Einwohner hatten sich eine Form der Religionsfreiheit gesichert, wie es sie in ganz Amerika nicht gab. Diese Garantie wurde im folgenden Jahrhundert mehrere Male erneuert.
Sie ist vor allem in die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika eingegangen. Der Frieden von Breda hat sowohl den Niederländern als auch den Engländern die Ruhe gebracht, die sie für den Wiederaufbau ihrer Wirtschaft brauchten. Doch keiner von beiden konnte die bedrohliche Macht von Ludwig dem 14. ignorieren. Charles und de Witt gehen eine Allianz mit Schweden ein, die Ludwig den 14. zwingt, sich aus den spanischen Niederlanden zurückzuziehen. Zwar hasste Charles die Niederländer nach wie vor, wollte aber Ludwig eine Lektion erteilen. Wenn Ludwig die spanischen Niederlande haben wollte, musste er sich mit Charles verbünden. Und schließlich lässt Ludwig sich dazu überreden. Weil die Franzosen finden, dass die Niederländer ein Ärgernis für sie werden könnten, wollen sie nun den Kampf, um sie zu vernichten. Charles glaubt daran, dass jetzt alles anders ist, dass er dieses Mal nicht verlieren wird. Jetzt hat Charles Ludwig den 14. zum Verbündeten, der seine gewaltige Armee gegen die Niederländer ins Feld schicken kann. Nach diplomatischen Vorgesprächen wird Charles' Schwester Henrietta über ein Bündnis verhandeln. Prinzessin Henrietta, Herzogin von Orléans, war die jüngste Schwester Charles II. Und die Gemahlin des jüngeren Bruders von Ludwig dem 14. So heiratete der jüngere Bruder die jüngere Schwester. Die beiden waren Cousin und Cousine ersten Grades. Da aber Prinzessin Henrietta und ihr Gemahl nicht sehr glücklich miteinander waren, wollte man ihr etwas geben, das sie darüber hinwegtröstet. Man sandte sie 1670 als Diplomatin nach Dover Castle, wo sie ihren 14 Jahre älteren Bruder traf, um im Auftrag von Ludwig dem 14. einen Vertrag auszuhandeln. Ludwig wollte die spanischen Niederlande erobern. Im Vertrag wurde festgelegt, dass er dies zu Lande durchführen würde und dass Charles II. Die Niederländer zu See bekämpfen sollte. Ludwig würde Charles als Gegenleistung von ihm dringend benötigtes Bargeld geben. Aber es fand sich dort auch eine Geheimklausel, nach der Charles II. Versprechen musste, zum katholischen Glauben überzutreten. Charles persönlich ist, was die Religion betrifft, ausgesprochen großzügig. Das Parlament dagegen will eine durchweg intolerante nationale Kirche, die jeden zwingt, mitzubeten, wenn er nicht verhaftet werden will. Obwohl Charles die harte Religionspolitik des Parlaments ablehnte, liebäugelte er nicht aus religiöser Toleranz mit dem Katholizismus. Er brauchte die finanzielle Unterstützung von Ludwig dem 14. Und deshalb versprach er den englischen Katholiken gegenüber, Nachsicht walten zu lassen und selbst Katholik zu werden. Meine teuerste Minette, ich danke Ihnen von Herzen für Ihren guten Rat. Wir haben uns von unserem Vertrag mit den Niederlanden und Schweden ein gutes Stück entfernt. Ihr habt recht getan, euer Königreich so zu sichern. Ludwigs kühle Antwort war damals wie eine Ablehnung, aber jetzt ist der Bund zwischen euch und Ludwig so fest, dass nichts auf der Welt eure Majestäten zu trennen vermag. Ja, und Sie waren es, die ihn von meinem Entschluss, Katholik zu werden, überzeugt haben. Und von einer Aussöhnung mit der römisch-katholischen Kirche. Denn ohne die Hilfe des allerchristlichen Königs wäre ich wohl nicht in der Lage dazu. Wir müssen diese Sache selbstverständlich absolut geheim halten. Nur wem Sie wirklich vertrauen, darf von unseren Plänen Kenntnis erhalten. Viele verstehen, dass ein Krieg mit Holland wohl in jeder Beziehung den Interessen Englands dienen würde. Und wir können unserem Neffen Wilhelm versichern, dass wir ihn für all seine Verluste entschädigen? Wilhelm wird ebenso froh wie wir sein, wenn de Witt weg ist. Ah, was kommt denn da? Henrietta hatte ihre Ehrendame Louise de Kerouay mitgebracht. Die Vertragsverhandlungen waren auf nur 5 Tage angesetzt. Tatsächlich aber wurden so viele Lustbarkeiten geboten, dass die Verhandlungen 14 Tage dauerten. Es war wie eine riesige Party. Beim Abschied fiel es dem König und seiner Schwester Henrietta schwer, sich zu trennen. Und die Prinzessin bat Louise, ihr Schmuckkästchen zu holen. Nun, Charles? Was möchten Sie aus meiner Schmuckschatulle gerne haben? Dies ist das Kleinod, das ich begehre. Louise und die Prinzessin fuhren zurück nach Frankreich. Louise erhielt daraufhin eine Einladung an den englischen Hof. Und der König von Frankreich, Ludwig der 14., schickte sie gerne dorthin, weil er wissen wollte, ob sein Cousin Charles tatsächlich Katholik werden wollte. Das konnte wirklich nur eine Spionin im Schlafzimmer herausfinden.
Aufgrund des Vertrages erhielt Charles, was er von Ludwig am meisten brauchte: Geld. Hunderttausende Pfund für seine Kriegsflotte. Genug, um seine 60 größten Schiffe neu auszurüsten. Und eine Vorauszahlung von 160.000 Pfund dafür, dass er bald zum Katholizismus übertreten würde. Das ist ein wunderbares Beispiel für die schillernde Verschlagenheit von Charles II. Wenn etwas seinem Ansehen in England schaden würde, dann wäre das die Mitteilung, dass er Katholik wird. Das hat er eben nicht getan. Aber falls Ludwig XIV. Alles enthüllen würde... Die Briten planen einen Überraschungsangriff gegen die Niederländer auf dem Meer und die Franzosen greifen zeitgleich auf dem Land an. Charles glaubt, dass er durch einen überragenden Sieg und die Übernahme der niederländischen Kolonien und der Handelsschifffahrt bald so reich sein wird, dass er zu Hause mehr Macht als bisher haben wird und das Parlament nicht mehr um Geld bitten muss. Charles strebt die Unabhängigkeit der Krone vom Parlament seines Landes an und will durch seinen Neffen Wilhelm von Oranien einen gewissen Einfluss auf den niederländischen Staat gewinnen. Er erhofft sich infolge des Vertrags von Dover Castle einen Umsturz der niederländischen Republik und die Einsetzung seines Neffen Wilhelm von Oranien als Statthalter und Oberbefehlshaber der Niederlande. Als Charles aufgrund seiner Niederlandstrategie De Witt zu verdrängen beginnt, zeigt sich sein Neffe Wilhelm III. Zunächst dafür aufgeschlossen. Euer Majestät, lieber Onkel Charles, lassen Sie mich Ihre Wünsche wissen und ich bin sicher, solange Sie nicht den Grundfesten dieser Republik feindlich entgegenstehen, werde ich mich in der Lage sehen, sie Ihnen zu erfüllen, ungeachtet der Witz. Um den es dadurch schlechter stehen wird, während ich und meine Freunde, in die Euer Majestät volles Vertrauen setzen können, bereit sind, das Ruder zu ergreifen. Als während eines späteren Besuchs im gleichen Jahr Charles versucht, Wilhelm davon zu überzeugen, katholisch zu werden, lehnt Wilhelm diesen Vorschlag leidenschaftlich ab. Katholik zu werden wäre ein Betrug an seiner Religion und seinem Land. Da Wilhelm so erregt reagiert, beschließt Charles, seine großen Pläne mit Ludwig XIV. Geheim zu halten. Dass die traditionellen Heeresführer der Niederländischen Republik Mitglieder des Hauses von Oranien waren, ist schon ein Problem, weil der Aufbau einer neuen Armee bedeuten würde, die politische und militärische Macht seinen politischen Gegnern zu überlassen. De Witt baute also auf eine übermäßig starke Kriegsflotte und die Dreierallianz, von der er glaubte, dass sie Frankreich in Schach halten würde. All dies wurde von Charles II. Doppelt durchkreuzt. Er hatte De Witt ausmanövriert. Dass De Witt aus welchem Grund auch immer keine schlagkräftige Armee besitzt, ist jetzt seine größte politische Schwäche. Er kann nicht länger die Forderungen der Orangisten ignorieren, eine Armee zu mobilisieren, die unter dem Kommando von Wilhelm III. Stehen wird. Also beruft er Willem, de Ruyter und seinen Bruder Cornelis als Mitglieder in sein Kriegskabinett. Die Frage lautet nicht, wird es Krieg geben, sondern wie schnell? Everton hat bereits seinen englischen Angriff auf den Smyrna-Konvoi abgewehrt. Das ist Charles' Art einer Kriegserklärung. Er beorderte Robert Holmes, diesen Angriff zu leiten, damit wir verstehen, was gemeint ist. Die englische Kriegserklärung wird nächsten Monat folgen. Unsere Gesandten hören von Gerüchten über einen französischen Vertrag. Als ich Charles zuletzt sah, hat er es abgestritten. Doch Ludwigs Armee widerspricht dem jetzt. 80.000 Mann Infanterie und 25.000 Mann Kavallerie marschieren auf Maastricht zu. Das ist kein Manöver, gewiss nicht. Auch die Franzosen werden uns den Krieg erklären. Die Franzosen sind uns zahlenmäßig weit überlegen. Wenn Münster und Köln mit einmarschieren, ist ihre Überlegenheit noch viel größer. Unsere einzige Hoffnung ist doch das Sprengen ihrer Allianz. De Ruyter, nehmen Sie die Flotte und greifen Sie die Engländer umgehend an. Die Franzosen werden noch nicht eingreifen. Wenn wir die Engländer stechen können, werden sie ihre Alliierten hassen. Rüsch, schicken Sie sofort Gesandte zu Ludwig und bieten ihm Land und viel Geld. 15 Millionen Gulden, wenn Sie auf einen Angriff verzichten. Wilhelm, mobilisieren Sie eine so große Armee wie nur möglich und bereiten Sie die Schleusen vor, damit wir den Feind an jeder Festung oder Linie aufhalten können, und verstärken Sie alles. Ludwig wird auf unser erstes Angebot kaum eingehen. Meine Herren, wir müssen auf ein schlimmes Jahr gefasst sein. Cornelis, du weißt, dass wir die Schuld bekommen.
Die Orangisten fordern bereits unsere Köpfe und jetzt sind wir ja noch nicht einmal im Krieg. Sei achtsam. De Witt weiß, dass die Orangisten ihn und seinen Bruder weghaben wollen. Und er weiß auch, dass einige von ihnen gewaltbereit sind. Als der Krieg im Frühjahr 1672 beginnt, hofft er immer noch auf einen schnellen Sieg auf See. »1672 ist für die Niederländische Republiek das sogenannte Desasterjahr. Im Süden wird das Land durch eine französische Invasion, im Osten von den deutschen Bistümern Münster und Köln heimgesucht. Vom Westen bedroht eine gemeinsame Flotte der Engländer und der Franzosen die Niederlande.« Die Niederländer werden also buchstäblich in die Knie gezwungen. Diese Armee marschiert nahezu widerstandslos ein, aber auch bei Gegenwehr zeigt sich, dass es die beste und größte Armee Europas ist. Sie rückt vom Süden aus zur gleichen Zeit vor, in der die Kriegsflotte auf See voll beschäftigt ist. Der dritte englisch-niederländische Krieg verläuft völlig anders als die beiden vorangegangenen. Es ist weniger ein Handelskrieg. Es ist ein Eroberungskrieg. Das erklärte Ziel der alliierten Kräfte England und Frankreich ist es, den niederländischen Staat buchstäblich auszulöschen. Es ist der verzweifelte Versuch de Witts, die Niederländische Republik zu retten, als er seinem besten Admiral de Ruyter befiehlt, die englisch-französische Flotte anzugreifen. Dieser Verband, der unter dem Kommando von James, Herzog von York, segelt, ist die stärkste Kriegsflotte, die jemals zusammengestellt wurde. De Ruyter überrascht die englisch-französische Flotte bei Tagesanbruch in der Nähe von Solebay in äußerst verwundbarer Position. Vor Anker und beim Nachschub fassen. Als die Niederländer sich nähern, segelt der französische Teilverband nach Süden, wie es zuvor mit dem Herzog von York ausgemacht war. De Ruyter erkennt seine Chance für einen Sieg. Er schickt seinen kleinsten Verband hinterher, um die Franzosen abzulenken. Und konzentriert seine größeren Verbände auf die englische Flotte, die nun zahlenmäßig unterlegen ist. Als sie in nördlicher Richtung Kurs aufnehmen, sind die Engländer zwischen der Küste und der überlegenen niederländischen Flotte eingeschlossen, die sie aus der Luftposition heftig beschießen. Und genau vor ihnen befinden sich die Red Sand Untiefen. Völlig verzweifelt wenden die Engländer vor den Untiefen und steuern direkt in ein Massengedränge mit den zahlenmäßig überlegenen Niederländern hinein. Die englische Flotte wird schwer geschädigt. Unter anderem wird die Royal Sovereign, eins der größten englischen 100-Kanonen-Segelschiffe der obersten Kategorie, geentert, eingenommen und verbrannt. Als die größere französische Flotte zurückkehrt, um in die Schlacht einzugreifen, sammelt de Ruyter seine Flotte und segelt mit einem seiner größten Siege in die Nordsee hinaus. De Ruyter hat die englische Flotte so schwer beschädigt, dass damit die Möglichkeit einer englisch-französischen Invasion vom Meer aus für das restliche Jahr gebannt ist. Aber auf dem Land setzt sich das niederländische Katastrophenjahr unvermindert fort. Die Armee von Ludwig XIV. Dringt weiter ohne wirkliche Gegenwehr durch die niederländischen Provinzen bis an die Grenzen von Holland und Zeeland vor. De Witt, der für die Katastrophe verantwortlich gemacht wird, verliert schnell auch die restliche politische Unterstützung und tritt zurück. Willem III. Übernimmt das Kommando über alle niederländischen Streitkräfte und organisiert ihren letzten verzweifelten Widerstand. Wilhelm III. Ist jetzt Statthalter und Oberbefehlshaber der Armee. Die einzig verbliebene Überlebensmöglichkeit für die Republik war das Fluten des gesamten Gebiets, von den großen Flüssen bis zur Mitte der Niederlande, was auch geschah. Die Franzosen hätten noch weiter marschieren können, wenn sie gewusst hätten, was da vor sich ging. Aber als ihren Pferden beim Durchqueren das Wasser bis zum Hals stieg, konnten sie nicht weiter vorrücken. Die Situation ist für die Niederländer wirklich verzweifelt. Sie sind politisch nach wie vor heftig zerstritten. Während der Krieg sich ausweitet, bekommen die Orangisten immer mehr Macht. Dann werden mitten im Krieg de Witt und sein Bruder entmachtet und von Anhängern des Hauses Oranien gelyncht und brutal ermordet.
Johann de Witt, zwei Jahrzehnte lang der kühne, intelligente und patriotische Führer der Niederländer, ist tot. Er beendete den ersten englisch-niederländischen Krieg, den die Niederländer nicht gewinnen konnten, und war der Architekt jenes Friedens, der dem Zweiten Seekrieg folgte. Er brachte das schwerfällige niederländische föderale System in Schwung und bewahrte ihre schwer erkämpften persönlichen und religiösen Freiheiten. Es war ein entsetzlicher Tod für diesen Nationalhelden durch einen blindwütigen Mob. Unser aufrichtiges Beileid. Die De Witts waren ihre engsten Freunde und Kameraden und sie haben immer Vertrauen in sie gesetzt. Johann war auch mein Lehrmeister. Und ich wünschte, er wäre hier und würde uns in so schwerer Zeit beistehen. Nie konnte Wilhelm III. Eine Mitschuld an De Witts Tod nachgewiesen werden. Das Schicksal der Nation liegt nun in seinen Händen. Er ist bereit anzugreifen und hat auch eine Überlebensstrategie. Können Sie das hier mit Tromp beheben? Das müssen wir gewiss. Unsere Feinde bedrängen uns. Ich werde Ihnen folgen, Admiral. Sie befehlen. Wir müssen die Engländer so schnell wie möglich aus dem Krieg ziehen. Wir müssen zuschlagen, bevor sie uns erwarten. Und die Franzosen werden nicht kämpfen. Ludwig wird ihnen befehlen, erst einmal stillzuhalten, während die Engländer und wir einander zugrunde richten. Gut. Wenn sie verhindern, dass die Engländer in diesem Jahr Truppen anlanden, können wir im Süden überleben, wie auch im Osten, mit Gottes Hilfe und seinem Schutz. Tromp, de Ruyter, die Augen und Herzen aller Bewohner dieses Landes und die von der gesamten christlichen Welt liegen auf eurer Flotte. Everton, Charles, mein Onkel, spricht von Ihnen voller Zuneigung. Er nennt Sie Kees der Teufel. Ja, er war kurz vor dem letzten Krieg leutselig zu mir. Er ließ mich nach meiner Gefangennahme frei, weil unsere Familie ihm während seines Exils freundlich gesinnt war. Everton, wir brauchen Sie und de Ruyter wieder in dieser Zeit, aber wenn sie endet, werden Sie einen speziellen Auftrag erhalten. Angriff auf den englischen Ostindien-Konvoi bei seiner Rückkehr. Wo? Nahe ihres Stützpunkts St. Helena im Südatlantik. Und wenn ich ihn dort verfehle? Dann westwärts nach Amerika. Und so viel Schaden wie möglich anrichten. Ende des Jahres läuft Everton zu seinem Unternehmen aus. Er hat aber das Pech, bei den Kapverden auf eine erheblich stärkere englische Flotte zu treffen. Die größere englische Flotte stellt sich Everton im Südatlantik in den Weg. Also segelt er jetzt nach Amerika. Als er sich Martinique nähert, entdeckt er am Horizont eine Flotte. Er bereitete sich im Näherkommen auf eine Schlacht vor, war aber erleichtert, als die andere Flotte mit 6 Schiffen die Flagge der niederländischen Generalstaaten hisste. Er war durch pures Glück auf eine andere holländische Flotte gestoßen, die zur Admiralität von Amsterdam gehörte. Jetzt greifen die niederländischen Flotten gemeinsam die englischen Plantagen in Amerika an. Die Unternehmungen waren sehr erfolgreich. Vorbei an der Inselkette der Bahamas zerstörten sie große Teile der englischen Tabakflotte und entschieden sich weiter zu segeln. Ihr nächster Halt ist New York. Wir kamen vor Manhattan Ende Juli an und trafen mit einer niederländischen Delegation aus Breukelen und Vlissingen zusammen. Sie baten uns, ihnen ihre Regierung wiederzugeben. Wir entsandten eine Schaluppe zum Kommandanten der englischen Festung und forderten ihn zur sofortigen Kapitulation auf. Er reagierte darauf arrogant und fragte, auf wessen Veranlassung wir das wohl fordern. Meine Antwort? Sie können an unseren Schiffen und Flaggen erkennen, wer wir sind. Unsere Weisung kommt aus den Rohren unserer Kanonen. Da wir kein Wort von ihnen hörten, brachten wir unsere Marinesoldaten in die Boote, um zu landen. An die 600 Mann und begannen, die Festung zu beschießen. Nach einer Stunde hissten sie die weiße Fahne. Während Everton in Neu-Niederland eine neue Regierung einsetzt, geht der Krieg auf der anderen Seite des Atlantiks weiter. Charles braucht einen Sieg. Der schon das zweite Jahr andauernde Krieg ist unpopulär. Niederländische Freibeuter ruinieren den englischen Handel. Das Parlament bewilligt widerstrebend weitere finanzielle Mittel, will aber diesen Krieg ohne einen entscheidenden Sieg nicht länger unterstützen. Außerdem verabschiedet das Parlament ein Gesetz, das von allen Offizieren verlangt, dem Katholizismus abzuschwören. James, Herzog von York, der nicht dazu bereit ist, tritt von seinem Amt in der Kriegsflotte zurück und überlässt das Kommando für die geplante Invasion der Niederlande Charles und Prinz Rupert. This time,
Dieses Mal wollen die Engländer in Holland selbst einmarschieren. Dazu steht eine Invasionsarmee zur Landung bereit, genauso wie die Boote für die Überfahrt. Und dieses Mal soll die englisch-französische Flotte die Invasion unterstützen. Aber die Invasion kann erst durchgeführt werden, wenn die englisch-französische Flotte die Flotte de Ruyters außer Gefecht gesetzt hat. All summer, De Ruyter hat den ganzen Sommer über seinen kleinen Flottenverband geschickt hinter holländischen Sandbänken und gefährlichen Untiefen gehalten und eine größere Seeschlacht bis auf einige kleinere Gefechte vermieden. Im August läuft De Ruyter aus, um die heimkehrende Ostindienflotte zu eskortieren. Die große englisch-französische Flotte segelt in Schlachtlinie auf De Ruyter zu, um ihn zu vernichten. Aber ihre Kampfformation fällt bald auseinander. Der hintere Verband fällt zurück, um Tromp, den niederländischen Admiral des Kontergeschwaders, anzugreifen. Die Franzosen sind den ganzen Tag über nur wenig beteiligt. Und natürlich wird behauptet, dass Ludwig XIV. Befohlen habe, nicht zu kämpfen, sondern das den Engländern und Niederländern zu überlassen. So steht jetzt also im Zentrum der Verband von Prinz Rupert allein dem Geschwader von De Ruyter gegenüber. Letztlich erreichen die Niederländer ihr Ziel. Sie behalten die Kontrolle über das Meer und zwingen Rupert, sich nach Britannien zurückzuziehen. Es folgen die unvermeidlichen Schuldzuweisungen, Anschuldigungen gegen die Franzosen sowie auch gegen Rupert selbst. Das englische Parlament war eigentlich schon immer gegen eine Allianz mit den katholischen Franzosen, selbst im Krieg. Auf politischen Druck von allen Seiten und nach viel zu geringen Subventionen von Ludwig ließ Charles sich zu einem Frieden mit seinem Neffen Wilhelm drängen. Meine Herren Kapitäne, ich gratuliere Ihnen, so wie unser dankbares Volk. Mit diesem Vertrag zieht sich England aus dem Krieg zurück. Wir haben Charles von der Gehaltsliste Ludwigs entfernt und nehmen ihn auf die unsrige. Doch um 20% weniger, als er noch letztes Jahr von uns verlangt hat. Everton wird über die Rückgabe von Neu-Amsterdam nicht gerade beglückt sein. Und Ihre Flagge die Ehre zu erweisen, hat mir stets im Magen gelegen. Aber für eine kleine Abfindung und ein winziges Quäntchen Etikette können wir unser geliebtes Land vor dem Zugriff von Ludwig bewahren, denn weder Seeland noch Holland wollten New York haben. Es war einfach nicht gewinnbringend. Die Engländer vermehren sich dort einfach viel zu schnell, wie bei den Kaninchen. Ich schätze, die gesamte Kolonie wird bald unter den vielen kleinen Scheißhäufchen ihrer Babys erstickt. Da der Krieg eigentlich auf See ausgefochten wurde, war es leicht, den Frieden unter Bedingungen zu schließen, die keinem Gewinn einbrachten. Einige Leute machten sich noch Gedanken über New York, aber die Niederländer waren daran kaum interessiert. Sie hatten wirtschaftspolitisch Wichtigeres in allen Teilen der Welt zu erledigen. Wir treten New York ab. Aber wir erklären unseren Anspruch auf Surinam und 4 Zuckerinseln und auf eine Anzahl von Fischereirechten. Und natürlich bin ich wieder Charles Lieblingsneffe. Hören Sie, er schreibt: Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich, obwohl ich mich veranlasst sah, meine Friedensbemühungen zu beschleunigen, sicherlich weder Freude noch Befriedigung dabei gefühlt hätte, wenn sich nicht alle Erwartungen, was Sie angeht, so bestätigt hätten. Es heißt, Ihnen ist James' Tochter angedient worden. Also, wer weiß schon. Ja, möglicherweise werden Sie der nächste König von England. Tja. Wilhelm hat nun sowohl das Oberkommando über beide Armeen und die Kriegsflotte, als auch das höchste staatliche Amt. Er verbündet sich mit Spanien und Österreich und führt große alliierte Armeen gegen die französische Belagerung niederländischer Städte an. Klugerweise überlässt er De Ruyter sein hervorragendes Kommando über die Kriegsflotte. Durch zahllose Siege, die er trotz aller Schwierigkeiten erringen konnte, hat De Ruyter sich seinen Platz unter den großen Seehelden der Weltgeschichte verdient. In der Zwischenzeit widmet Charles seine Aufmerksamkeit verstärkt innenpolitischen Problemen. Man wird wohl nie erfahren, welchen Einfluss seine Mätressen wirklich auf Charles hatten. Eine der einflussreichsten war offenbar Barbara Villiers, Gräfin von Castlemaine. Sie hatte zweifellos Temperament und war ausgesprochen zielstrebig. Der König ist vernarrt in sie. Das geht so etwa ein Jahrzehnt lang. Pieps,
Sehen Sie dort? Meine Konkurrentin für die Zuneigung des Königs. Ludwigs Spionin und Hure. Sie kann Ludwig wohl nicht länger dienen. Charles macht sie zu einer englischen Herzogin. Herzogin? Das ist dann wohl der Titel für eine Hure mit einem hohen Preis. Der König wird bald ihren Sohn legitimieren und gewiss für seinen Lebensunterhalt sorgen. So wie auch bei meinem, nachdem ich ihm damit gedroht hatte, meinen Sohn umzubringen. Oh, das war wohl hier in Whitehall während eines Balls. Ich erinnere mich gut. Sie haben viel Talent, my lady. Ach, da kommt der Herzog von York. Ja, er ist auf Ausschau nach einer neuen Frau. James, Herzog von York, war der Schlüssel für die Zukunft Wilhelms III. Als König. James gab seine Tochter Mary Wilhelm zur Frau. Und ebenso wichtig war, dass James sich kurz nach dem Tod seiner ersten Frau öffentlich zum Katholizismus bekannte. Ah, da kommt Charles mit seiner französischen Hure. Ich sollte sie Ihnen überlassen. Die Mätresse Charles II., die bei den Engländern wirklich verhasst war, weil sie ihn angeblich massiv beeinflusste und die er ein Jahrzehnt lang bis zu seinem Tod hatte, war Louise de Kerouaille, die er zur Herzogin von Portsmouth erhebt. James, ich habe für Sie die perfekte Partie. Mademoiselle Delboeuf, die Tochter des Herzogs. Wie ist sie denn im Vergleich zur Witwe des Herzogs de Guise? Das genaue Gegenteil von de Guise. Jung, wunderschön, gewitzt und ohne den Ballast eines großen Vermögens oder einer großen Familie. Aber James benötigt nach wie vor ein großes Vermögen. Ich fütterte gerade Vögel im St. James Park, nur in Gesellschaft von Lauderdale und Berkeley, als James mit seinen Wachen zu uns herausritt. Der Herzog fürchtete, dass mein Leben wegen meiner kleinen Begleitung in Gefahr sei. Ach, keinerlei Gefahr, James, sagte ich. Denn niemand hier würde mein Leben beenden, um sie zum König zu krönen. Charles II. Starb 1685 eines natürlichen Todes. Er begründete die Royal Navy, die königliche Kriegsmarine, den Eckpfeiler der britischen Vorherrschaft auf den Meeren für die nächsten 200 Jahre. Er erwarb Handelsniederlassungen in New York und Afrika, wodurch England Zugang zum Reichtum zweier Kontinente hatte. Unter Umgehung eines unnachgiebigen Parlaments sicherte er seinen neuen Kolonien in Amerika, Carolina, New Jersey und Pennsylvania Religionsfreiheit zu und hinterließ seinem Bruder James einen gesicherten Thron. James II. War Katholik und in einer protestantischen Nation Katholik zu sein, war zu dieser Zeit wirklich sehr schwierig. James ist nicht nur Katholik, sondern auch ein autoritärer Herrscher. Er will dem Land seinen Willen aufzwingen und diese Kombination aus katholischem Glauben und autoritärer Herrschsucht führt zur Revolte. Als große Teile der englischen Nation mit James unzufrieden waren, führte Wilhelm III. Eine niederländische Invasion Englands an. Ein extrem riskantes Unternehmen. Aber durch breit gefächerte Unterstützung in England, einschließlich der englischen Armee und Kriegsflotte, war Wilhelms kühner Schachzug erfolgreich. Wilhelm und seine Frau Mary, die Tochter von James, wurden König und Königin von England. Wilhelm III. Ist Niederländer und bringt insofern entsprechende Vorstellungen über das Finanzwesen, Kapital und über einen modernen Staat mit. So verändert sich England unter Wilhelm III. Von einem maroden, armen Land in ein außergewöhnlich reiches und stabiles Land, das imstande ist, jahrzehntelang zu kämpfen. Er vereint die englischen und niederländischen Streitkräfte zu einem großen Bündnis gegen Ludwig XIV., was auch zum Leitmotiv der folgenden Jahrzehnte wird. Wilhelms Verfassungsstaat wird zur großen Kraft des 18. Jahrhunderts. Die Royal Navy kann nun von diesem viel mächtigeren Staat effektiv eingesetzt werden. Es geht nicht um die Kriegsflotte an sich, die war auch unter James und Charles hervorragend, sondern das Reformieren des Staates. Das geschieht ab 1688 und von da an kann man von dem Aufstieg Englands zu einer Weltmacht sprechen. Wilhelm III. Hat auch die Religionsfreiheit erweitert, indem er das Toleranzgesetz im Parlament durchpeitschte. Obwohl er es englischen Monarchen verboten hat, Katholik zu sein, und einige religiöse Praktiken einschränkte, schloss das Toleranzgesetz eine willkürliche Verfolgung durch den Staat praktisch aus. Ein schwer erkämpfter Sieg für die Gewissens- und Religionsfreiheit in England und all seinen amerikanischen Kolonien.